Es ist Donnerstag, der 16. November 2017. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um Geoengineering und heute spreche ich mit Herrn Werner Altnickel. Guten Abend, Herr Altnickel. Ja, guten Abend. Herr Altnickel, was ist eigentlich Geoengineering und was für Formen von Geoengineering gibt es? Ja, also ich zähle das mal auf, und zwar kann man sich auch schicken lassen vom Umweltbundesamt. Da gibt es eine Broschüre Geoengineering, da sind die Sachen, also die hauptsächlichen Sachen aufgezählt. Inzwischen ist noch was Neues dazugekommen, aber ich fange einfach mal an mit den ganz simplen Geschichten. Also das erste wäre Weißen von Dächern und Aufhellung von Ansiedlungen. Also die haben allen Ernstes vor, dass man die Dächer dann weiß anmalt, damit also mehr Reflexion der Sonnenstrahlen nach oben wieder stattfindet und dadurch also eine direkte Abkühlung erfolgt zu gewissem Maße. Das wäre Nummer eins. Zweitens, reflektive Feldfrucht- und Grünlandsorten. Also was anzubauen, was mehr reflektiert, als es bisher tut. Da gibt es also bestimmte Züchtungen. Hat man sich Gedanken drüber gemacht. Dann gibt es drittens Wüstenreflektoren. Also die wollen in der Wüste anstatt des gelben Sandes da irgendwelche weißen Geschichten aufstellen. Unter Umständen könnte man das auch nutzen, dass man, gut, das wird nicht so gut klappen, dass man Solarzellen aufstellt, dann müsste man dann halt auch reflektiv beschichten, dass also noch mehr reflektiert wird. Also das ist auch eine Idee. Dann die nächste Idee ist stratosphärische Aerosole, das heißt nicht durch Flugzeuge, sondern Aerosole auszubringen mit Raketen. Oder sie müssen eben neue Flugzeuge konstruieren, die überhaupt so hoch fliegen können. Dann das nächste wäre Installation im Weltraum. Da haben die also sich gedacht, so auch so reflektive Scheiben auszubringen in Millionenmenge. Der Haken an diesen Sachen ist bloß der, wenn man sich da verrechnet und die Erde dann zu viel auskühlt, also wir dann so eine Eiszeit kriegen, dann können sie die nicht wieder zurückholen. Also absolut verrückte Idee, finde ich. So, das nächste wäre dann Änderung der Albedo ozeanischer Flächen. Also da haben die echt Ideen gehabt, also Tennisbälle oder sowas ähnliches wie Tennisbälle da quasi massenhafter auszubringen, die dann natürlich auch mehr reflektieren als die blaue See. Alles ein bisschen verrückt, aber ist ja alles dargestellt in der Umweltbroschüre vom Umweltbundesamt. Auf Seite 10 und 11 kann man aufklappen, da ist also alles schön dargestellt. Ja, und dann kommen wir schließlich dazu, wo wir es heute hauptsächlich mit zu tun haben, ist eben Ausbringung der Aerosole durch Flugzeuge. Zweck eben Erhöhung der Albedo von Wolken. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Man kann also jetzt Metalle ausbringen, man kann also auch dafür sorgen, dass es also einfach von Schiffen hat man da noch die Idee, das kommt noch zusätzlich dazu, also Salzwasser verdampfen zu lassen, also auszusprühen und dann verdampfen zu lassen. Und die Salzkristalle, die da drin sind, bewirken dann ja auch einiges. Also da gibt es verschiedenste Ideen. Die neueste Idee ist, dass man so ein neues Verfahren sogar ersonnen hat. Das hat sogar das Böll, die Böll-Studie drauf, beziehungsweise nicht Studie, sondern hier die ja, wie heißt das Ding noch? Die Grünen haben ja so eine Stiftung, Böll-Stiftung. Und das Ding nennt sich ISA, Iron Salt Aerosol Methode. Das ist eine Kombination zwischen dem bisher auch schon erprobten Ausbringen von Eisenderivaten ins Wasser. Bewirkt werden soll also ein Algenwachstum, was dann dazu führt, wenn die also absterben, sollen die absinken und dann CO2 binden und dann unten auf dem Meeresgrund rumliegen. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil man hat festgestellt, also die lieben Tierchen, die also gerne dann wiederum diese Algen fressen, haben sich dann auch schlagartig vermehrt und so war der Erfolg nicht so ganz groß. Das ist auch das Einzige, wo Greenpeace sich drum gekümmert hat, um diese Methode. Alles andere haben die links liegen lassen. Ja, das wäre so ein Abriss erstmal. Ja, was setzt man denn hauptsächlich bei den Aerosolen ein? Also ich habe von mehreren Reportagen gehört, Aluminium, Barium und Strontium, wenn es ums Reflektieren geht. Ja, die neuere Idee, obwohl die auch schon alt ist, 2006 hat also Paul Crutzen das wieder aufgebracht, sagen wir mal so. Die Ideen sind ja uralt. Also wenn ich mal ganz früh anfangen soll, also vor den 90er Jahren ging das ja schon los, sich da Gedanken zu machen. Und da hat Edward Teller, der Schöpfer der Wasserstoffbombe, ja extra sogar mehrere Kongresse veranstaltet und auch so eine Studie da gemacht,
Da stand dann drauf, between ice ages und warm, also zwischen Eiszeiten und Warmzeiten. Und hat dann damals schon vorgeschlagen, das ging auch quer durch die amerikanische Presse, New York Times und so weiter, the Earth needs a sunscreen, also die Erde braucht einen Sonnenschirm. Und dann hat er eben gesagt, okay, das ist viel billiger, das Konzept, was ich mir ausgedacht habe. Wir bringen jetzt Aerosole raus. Er hatte hauptsächlich da noch an Metalle gedacht, also jetzt entweder eben also Weißpigmente oder eben Aluminiumgeschichten, also ganz feine Stoffe, die dann eben reflektives Potenzial haben. Und das wurde also, wie gesagt, in den Jahren da heiß diskutiert und auch in der Zeitung breitgetreten. Das schlief dann wieder ein und ja, die haben auch Versuche gemacht, also mit dem ganzen Zeug da. Und dann war plötzlich Schweigen. Ja, und wir vermuten ja stark, wie das Schweigen einsetzte, haben die dann etwas großtechnischer damit gearbeitet. Und das sollte natürlich das Volk nicht so gerne hören. Ja. Und es steht ja überall drin. Im Grunde steht, also wenn man jetzt hier hauptsächlich über diese Aerosolausbringung von Flugzeugen redet, wenn man den IPCC-Report nimmt, Seite 333, 334, steht es ja definitiv drin, dass die über ihre Studien festgestellt haben, der günstigste Weg wäre eben Ausbringung von, also Aluminium sprechen sie da hauptsächlich drüber, das auszubringen, wäre ein billiger Weg und es wäre auch gut praktikabel, auch mit den bisher vorhandenen Ausbringungsflugzeugen und so weiter. Und das einzige Bedenken war, also der Himmel würde sich weißlich färben. Ja, genau so einen Himmel haben wir ja heute. Ne? Und jetzt mal vorangeschickt der ganzen Geschichte vielleicht nochmal Folgendes. Die meisten Leute können sich ja gar nicht vorstellen, dass ihre Regierungen da Dinge machen, die nicht abgesegnet sind. Also die USA haben es ja sogar absegnen lassen. Und zwar, da geht es also darum, und zwar, da gibt es ein Public Law 95-79, IPL 95-791, Title 50, Chapter 32, Sektion 1520. Chemical and Biological Warfare Programm. Ich sag's gleich mal in Deutsch. Und zwar, da steht drauf, die Benutzung von menschlichen Subjekten, also es ist ja ein Doppelbegriff, ne? Also Subjects kann ja Staatsbürger heißen, Untertanen oder Versuchspersonen. Ich denke, in diesem Fall wird es um Versuchspersonen gehen. Also die Benutzung von menschlichen Versuchspersonen ist erlaubt für das Testen von chemischen und biologischen Wirkstoffen durch die Verteidigungsabteilung bezugnehmend auf den Kongressbericht in Bezug auf die Experimente und Studien. Der Verteidigungsminister darf Tests und Experimente durchführen unter Einbeziehung der Benutzung von chemischen und biologischen Kriegswirkstoffen und an der zivilen Bevölkerung der USA. So, das steht da drin. Ist gesetzlich abgesegnet. Kann ich Ihnen nochmal zuschicken, wenn Sie es haben wollen. Aus welchem Jahr ist das? Das ist aus dem Jahr, also 77 hat das so angefangen, 79 ist es dann, glaube ich, verabschiedet worden. Also drunter steht Edit November 10, 2007. Nee, das ist jetzt hier quasi, wo der das abgerufen hat. Und zwar, ich habe es bekommen darüber, und da hat eine amerikanische Fernsehgesellschaft drüber berichtet, mit dem Titel Chemtrails, Doppelpunkt, is US Governments secretly testing Americans again? Ne? Again deswegen, weil die haben es ja vorher schon mal gemacht, die haben alle möglichen hübschen Tests gemacht, sogar in der U-Bahn haben die da bestimmte Stoffe ausgebracht und eben geguckt, wie wirkt das. Von Schiffen haben sie Sachen rausgepustet, also auch jetzt ansteckende biologische Agenzien, um mal zu gucken, wenn uns der Feind irgendwie angreift, naja, wie wirkt das denn? Und das ist dann aufgeflogen. Also da hat übrigens auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das unter Clinton war oder so, also sind diese Sachen dann ziemlich stark veröffentlicht worden, was sie da an Versuchen gemacht haben. Die haben ja Geheimhaltungsfristen von 30, 50 und 100 Jahren, die Brüder. Ne? Also einiges wird ja erst dann veröffentlicht, wenn die Leute garantiert tot sind, die es verantwortet haben. Ne? Ja. Also das nur mal so nebenbei, was da alles im Schwange ist. Ne? Und wenn man sich die NASA-Sachen, da kommen wir vielleicht nachher drauf, da wird es richtig gruselig, was die da alles noch mit uns vorhaben und auch teilweise betreiben. Also mit dem Aluminium, Barium und Strontium, da habe ich einen Bericht bei Recenter gesehen, das war, glaube ich, von Infowars-Reportage eben von ins Deutsche übersetzt und auch bei Sauberer Himmel, da wurden die Stoffe erwähnt. Ich habe in Ihrer Informationsbroschüre die totale Wetterkontrolle, wenn man sich da die Karte anschaut, das, was man nur zur Bewässerung nimmt, das scheint ja immer noch das klassische Silberjudit zu sein, wenn es gar nicht um Reflexion geht. Ja, richtig, das ist eben bewährt und da ist man ja schon seit den 40er Jahren am Gange. Das hat General Electric übrigens damals durch ihre Forscher entdeckt. Ne? Also Energieversorger sind da ja fleißig am Mitmischen in der ganzen Szenerie und da ist ja auch gut Geld mit zu verdienen.
Wie ist das eigentlich mit Schwefel? Ich meine auch persönlich schon mal gesehen zu haben, dass in selteneren Fällen auch Streifen ausgebracht werden mit einer Gelbfärbung. Ja, richtig. Das hat ja Paul Krutzen aufgebracht. Genau, da bin ich vorhin wieder von abgekommen. Im Jahr 2006 hat Paul Krutzen, ich meine, der hat sogar wegen seiner Klimageschichten, die er da erforscht hat, hat er da einen Nobelpreis gekriegt, das vorgeschlagen. Nicht? Man sollte doch, also Modell war quasi der Ausbruch von Vulkanen, da wird ja auch eine Menge Schwefel ausgestoßen. Und dann hat man eben festgestellt, ich glaube der Pinatubo oder wie der heißt, hat da halt mal was ausgespuckt und dann ist die Temperatur, die mittlere Temperatur um 2 Grad ungefähr runtergegangen. Und dann haben die gesagt, gut, das können wir ja nun auch künstlich machen, schmeißen wir einfach 10 Millionen Tonnen Schwefel den Leuten auf den Kopf, dann haben wir ähnliche Effekte. Und das ist wesentlich billiger. Also das hat damals Edward Teller schon gesagt, also nach seinen Kostenberechnungen im Institut Oak Ridge Laboratories würde das nur 1-2% kosten gegenüber den Kosten, die Amerika entstehen würden, wenn sie also jetzt massiv überall Filter einbauen und dies und das umstellen und eben das alles revolutionär ändern. Und ich sage, okay, dann lass uns das doch so machen, ist ja viel günstiger. Ne? Das waren die Vorschläge. Und das, so hat dann quasi auch Krutzen, also der hat nicht nur mit dem Kostenargument argumentiert, aber gesagt, das wäre eben gangbarer Weg, wenn wir jetzt durch andere Maßnahmen, also das nicht irgendwie hinkriegen. Ich sag mal, diese umstrittene Klimakatastrophe durch CO2 ist ja eh alles herbeigeredet und hat ganz andere Hintergründe. Aber wenn man das mal glauben würde, dann wäre das natürlich ein gangbarer Weg zu sagen, gut, bevor wir jetzt in Schwulitäten kommen klimatisch, dann lass uns das doch so machen. Quasi als Rückversicherung, so wurde das verargumentiert. Ja. Was ist Ihnen denn bekannt, wie, ich möchte dazu noch was entgegnen. Ich kann mich noch erinnern, vor Jahrzehnten hat man immer vom Waldsterben gesprochen, dass Schwefeldioxid so gefährlich sei und jetzt bringt man unter anderem auch Schwefel aus. Das ist etwas verwirrend für mich. Ja, das ist ja der Irrsinn. Ich habe dann ja auch sehr früh vor Jahren schon gesagt, weil ich von Greenpeace ja, und wir haben ja Kampagnen gemacht bei Greenpeace, dass also endlich mal Filter eingebaut werden und Entschwefelungsgeschichten, sowohl fürs Erdgas als auch für Kohle und so weiter. Das wurde dann ja auch umgesetzt, deswegen haben wir ja auch viel bessere Luft gekriegt. Da habe ich gesagt, ja gut, warum so ein Umstand? Lass uns doch die Filter wieder rausreißen. Ja? Ich meine so als Gag jetzt, ja. Es ist absolut irre. Also auf der einen Seite wird jetzt alles verhindert auszustoßen und dann geht man bei einem, nimmt den Schwefel und schmeißt den von oben wieder runter. Ja. Absurd, ja. Er hat natürlich dieselbe Wirkung, der Schwefel. Nicht? Der tut dem Boden nicht gut, der tut den Menschen nicht gut, der tut gar keinem gut. Das ist ganz klar. Ne? Wenn diese Aerosole ausgebracht werden, Aluminium, Barium, Strontium, was ja häufig dort drin ist. Was ist Ihnen dazu bekannt? Was für Flieger machen das? Militär oder Linienflieger? Also ich habe ja Patente vorliegen, ich glaube, ich habe die sogar auf der Seite, wo es Patente gibt, also einmal von der Navy schon 1974, wo sogar eine Zeichnung mit dabei ist, also wie diese Apparaturen zu gestalten sind, um eben diese Stoffe da auszubringen, ja, von Militärflugzeugen hauptsächlich war daran gedacht. Es gibt aber inzwischen auch Patente dazu, da steht auch ausdrücklich sogar drauf, auf dem US-Patent. Also dieses Patent ist gedacht für Treibstoffe, die also in der konventionellen Luftfahrt also eingesetzt werden, die preissubventioniert sind. Ja klar, die kriegen das dann ganz billig, den Sprit, oder kriegen über eine Differenzsumme das irgendwo erstattet, wenn sie den Kram da verbraten, der bestimmte Sachen dann eben drin hat. Das ist natürlich viel billiger dann für die Regierung, zu sagen, gut, die fliegen ja sowieso, die Jungs, ja, und dann kommt eben bestimmter Zusatz damit rein in Sprit, nicht? Oder man spritzt was, da müssen wir dann allerdings die Turbinen etwas anders gestalten. Ich habe da auch so eine Abbildung, wo also dann Barium steht da drauf, in welcher Stufe der Turbine die das dann da einsprühen. Ne? Also uns haben auch Leute gesagt, also Piloten und so weiter und Techniker, also der beste Einsprühart, wenn sie es extern einsprühen, wäre in die Umluft der Turbine. Ne? Also die neuen Turbinen sind ja so gestaltet, die haben oben großen, also vorne einen großen Propeller, gegenüber den alten Düsentriebwerken, also Me 262 von der deutschen Wehrmacht damals schon, die waren ja viel schlanker. Und man hat dann später, also aus mehreren Gründen, da große Propeller davor gebaut, die also noch zusätzlich verdichteten. Zweitens dafür sorgten, dass dann der umhüllende Luftstrahl, der nicht heiß wird, der geht also um die heiße Phase umzu, der geht nicht durch die Kompressoren, ja, also durch die Flügel, die das dann komprimieren alles, hat einmal einen geräuschmindernden Effekt, aber auch einen sparsameren Effekt.
Also verbraucht weniger. Ja? Und wenn man in diesen umhüllenden Luftstrahl einsprüht, dann passiert auch diesen Stoffen nichts, also durch jetzt Erhitzung und so. Weil wenn man zum Beispiel Aluminiumstäube nehmen würde, dann würden ja die heiße Phase nicht überleben. Und die würden ja mit verbrennen, ja? Oder würden zusammenklumpen oder sonst was und würden dann auf den Schaufeln der Turbine da hocken. Und das würde nicht lange gut gehen technisch. Ja? Also da haben die sich schon Gedanken gemacht. Also das Patent existiert und es steht auch eben drin, also beides passiert. Massivsprühungen passieren, also mit Militärflugzeugen und was so kontinuierlich umfliegt. Nicht? Also meine Idee als Unternehmer war ja folgende, wie diese Billigfluglinien auftragen, ja? Die quasi für Preise das angeboten haben, wo also weder die Bundesbahn noch sonst wie noch ein Busunternehmen mit konnte, habe ich mir gesagt, unternehmerisch, das kann kalkulatorisch überhaupt nicht aufgehen. Ja? Und es gibt auch so einen Gag, also damals hat also einer hier von unseren Mitstreitern, der hat ja quasi mal spaßeshalber so einen Steward der gefragt, aus welchem fotografieren. Und dann hat der so halb spöttisch dann wieder geantwortet, hat er gesagt, ja, was glauben Sie denn, warum Sie hier so billig fliegen können? Ich glaube, Ryanair war das. Glauben Sie, wir müssen den Sprit bezahlen? Gut, das kann jetzt ein Gag gewesen sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist, weil ich sehe keine Kalkulation, die das ermöglicht, für diese Preise zu fliegen. Es kann ja auch sein, teilweise nutzen Billigflieger ja auch einen zivilen Teil von Gelände, was sonst vielleicht früher mal ganz Militärflughafen war. Vielleicht können sie es billiger pachten. Naja, machen Sie selbst mal eine Kalkulation auf, ob Sie, wenn Sie von London hierher fliegen mit 16 Euro, ob das gut gehen kann. Allein schon spritmäßig. Na, der Sprit ist zwar subventioniert, also Sie zahlen, ist also steuerfrei, ne? Aber trotzdem, ich meine, gucken Sie mal an, was so ein Flugzeugwartung und alles kostet. Gut, da will ich jetzt auch nichts behaupten. Es war halt komisch, also das waren ja exorbitant komische Preise, die plötzlich auftauchten, gegenüber denen davor. Ne? Das ist ja so. Aber das kann man jetzt nicht beweisen. Ne? Ich bin selber schon mal im Flugzeug gewesen, kurze Strecke in die Schweiz, und da habe ich dann die Streifen am Himmel deutlich oberhalb der normalen Flughöhe gesehen. Das müssten dann wahrscheinlich die Militärflieger gewesen sein. Ja, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie hoch ihr Flugzeug geflogen ist. Ich meine, die fliegen ja teilweise auch 8, 9, 10.000 Meter hoch, ne? Die normalen Fluglinien. Je nachdem, also im Kurzstreckenverkehr wohl nicht so hoch, aber wenn die jetzt Atlantikflüge machen oder so, gehen die schon sehr hoch, weil das eben Spritsparen da ist. Ne? Es gab ja den Vorschlag, der stand sogar in der BBC drin, es gab schon mal vor Jahrzehnten eine Bewegung in den USA, die haben sich aufgeregt, dass überhaupt, weil immer mehr Flugverkehr war, die normalen Kondensstreifen haben die Leute schon aufgeregt. Ja? Und dann haben die gesagt, also gut, um das wegzukriegen, müssen wir dann halt ein bisschen tiefer fliegen. Ne? Weil es da nicht so kalt ist, dann entstehen ja keine normalen Kondensstreifen durch Eiskristalle. Und das hatte man dann jetzt, wie man festgestellt hat, dass also jetzt natürlich der Haupt- oder also einer der ganz großen Klimaerwärmungseffekte auch wirklich der Flugverkehr ist, nämlich deswegen, weil wenn man da oben also eine Wolkendecke produziert, dann ist es zwar so, dass am Tage die Strahlen nicht so gut durchkommen, aber das wird überkompensiert durch den Effekt, dass da es ja nachts kalt ist und dann viel Wärme abgestrahlt wird ins Weltall, dann diese Decke wie eine Wolldecke wirkt, sag ich mal, und quasi mehr Wärme zurückhält auf der Erde, als was am Tage verhindert wird, an Wärme zu entstehen oder an Strahlen, die Erdoberfläche erreichen. Na, und dann kam der Vorschlag, das haben die richtig benannt, die haben gesagt, dann lass die Flugzeuge doch unterhalb von 7500 Metern fliegen, weil dann haben wir gar keine normalen Kondensstreifen. Also keine Eiskristallbildung, weil es da einfach nicht kalt genug ist. Ne, weil wir brauchen mindestens 40 Grad minus und eine Luftfeuchtigkeit von Minimum 68%. Dann gibt es erst normale Eiskristalle, also sprich auch normale Kondensstreifen, die etwas länger stehen bleiben. Nicht? Und deswegen ist es auch klar, wenn die Flugzeuge also nicht so assig hochfliegen und da oben dann ist sowieso immer aufgrund der Kälte nicht so sehr viel Luftfeuchtigkeit, kommen auch nur ganz selten Konditionen zustande, dass es überhaupt zu normaler Eiskristallbildung kommt. So. Also wenn man jetzt niedriger fliegende Flugzeuge hat, kann man mit absoluter Sicherheit von ausgehen, das kann überhaupt nicht natürlich sein, weil es ist nicht kalt genug. Und die Luftfeuchtigkeit, wir haben ja mal so ein Video rausgebracht, das ist leider jetzt auch gelöscht, wo wir das nachgewiesen haben. Wir haben uns genau die Höhentemperaturen genommen, wir haben uns die Luftfeuchtigkeiten genommen, kann man ja alles kriegen, ist ja alles offen.
Und haben das dann quasi mal nebeneinander gestellt und dann waren eben trotzdem Streifen bei einer Luftfeuchtigkeit von 25% und das geht einfach physikalisch nicht. Das ist international anerkannt, dass diese Grundbedingungen da sein müssen, sonst gibt es eben keine Streifen. Und dann kann man ja sagen, okay, dann kann das also nur was anderes sein, was da rum fliegt. Ja. Ja. Was ist Ihre Einschätzung, wer die Kosten für die Sprüheinsätze zur Wettermanipulation trägt? Naja, also wenn man jetzt den zivilen Sektor sieht, dann ist ja klar, stand ja dran für preissubventionierte Treibstoffe. Ja gut, das kann ja nur der Staat machen. Und am Ende des Staates sind wir mit den Steuergeldern. Wer soll es sonst bezahlen? Wir zahlen ja eh alles. Ist ja egal, ob das jetzt militärische Ausgaben sind oder sowas. Natürlich bleibt das am Bürger hängen. Ungefragt. Ne? In der ganzen Feinstaub-Debatte, da ja. Redet man ja viel von PKWs und LKWs und da gibt es ja auch Fahrverbote und da frage ich mich, ob man nicht da die Kfz zu stark verantwortlich macht im Vergleich zu den ganzen Stoffen, die beim Geoengineering ausgebracht werden. Ja, ich meine, selbstverständlich. Ich meine, eins weiß ja nun jeder, dass die Fahrzeuge wesentlich weniger Sprit verbrauchen. Ja? Also wenn ich jetzt heute, wir haben uns so einen Daimler gebraucht gekauft, der ist 3 Jahre alt oder 4. Der braucht, also wenn ich jetzt halbwegs nicht so wild fahre, mache ich sowieso nicht, aber der verbraucht jetzt im Schnitt über Landstrecke 4,8 Liter. Ja? Wir sind insgesamt, also auch wenn man mal schneller auf Autobahn fährt, unter 6,2 Liter. Für so ein schweres Auto mit 1,6 Tonnen. Ja? Die Motorentechnik ist hervorragend geworden, auch jetzt von den Ausstößen und so weiter. Die modernsten Autos hinten, die bringen ja kaum noch was raus. Da können Sie ein Blatt Papier hinten dran halten. Das wird selbst beim Diesel ja nicht mehr schwarz. Das ist ja, was da passiert, ist ja eine rein wirtschaftliche, ich soll es mal sagen, Wirtschaftskriegsführung, wenn man es genau nimmt. Man will die deutsche Autoindustrie schwächen, nicht nur die Autoindustrie, sondern man will ganz Europa wirtschaftlich schwächen, damit die USA besser exportieren können. Das ist ja nun auch nicht irgendwie neu. Ne? Das haben die schon öfters gemacht. Ja? Uns verbieten sie quasi jetzt Exporte nach Russland, ja, wegen irgendwelcher kriegerischen Ideen, aber sie selber exportieren dann dasselbe Zeug selber. Ja, toll. Also die Wirkung ist gleich null, bloß Europa exportiert halt weniger, Amerika dann mehr. So wird es eben gemacht. Warum? Weil Amerika eben das große Schwert in der Hand hat und auch andere Drohungsmittel über Finanzen, über die Weltbank und so weiter. Ja, die UNO und so, ich meine, es ist ja, das muss man natürlich mal betrachten, was da drüber hängt über dem ganzen Zeug. Ja. Also das ist mit den Autos hier der absolute Fake, muss man sagen, dass man den Leuten einredet. Aber es ist natürlich günstig, weil die Leute, wenn sie dann sich schuldig fühlen, oh, mein Auto ist ja so schlimm, zahlt man ja auch gerne demnächst auch noch ein bisschen CO2-Steuer dazu, die höchstwahrscheinlich dann bei der UNO landet. Ja. So sieht's aus. Das ist eine Geldbeschaffungsmaßnahme. Auch noch zusätzlich. Eine Win-Win-Situation, aber nicht für die Bürger. CO2-Steuer, da habe ich, wenn ich Bedenken, ich frage mich, sollte man das nicht, ja, mehr auf Schadstoffe beziehen oder auf besonders seltene Rohstoffe, ob das nicht dann besser gezielter wäre, als CO2 zu besteuern? Ja, selbstverständlich. Die ganze CO2-Steuer ist sicher ausgedacht worden. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, 20, 30 Jahre. Also wie das in Deutschland hochgepowert wurde, das war ein Spiegelartikel mal. Da gibt es übrigens auch einen Menschen, der hier bei der AZK gesprochen hat, der da mit dabei war, wie die sich das ausgedacht haben. Der hat auch ein Buch geschrieben. Ich habe den ist nicht im Kopf, mit B fängt er an. Irgendwie ein Doktor sowieso. Und er hat erzählt, dass sie quasi, also im Spiegel war so ein Artikel, können Sie sich vielleicht erinnern, da stand also der Kölner Dom so halb unter Wasser. Ne? Und das war dann so erstmal, den Leuten erstmal mit Schreck einjagen. Und dann haben die sich überlegt, ja, wir könnten ja eigentlich so da ein ganzes Projekt draus machen. Will ich jetzt nicht alles referieren, das heißt, kann der viel besser. Bormann, Bärmann oder irgendwie wie der hieß. Müssen Sie bei der AZK mal drauf gehen oder ich mail Ihnen das mal. Sehr interessant, wie der das da erzählt. Und er hat ein ganzes Buch geschrieben darüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, diese CO2-Steuer zu entwickeln und wie man den Leuten das dann übergebügelt hat, um eins zu machen und so weiter und so fort. Ich meine, ähnlich ist es ja damals mit der UV-Geschichte gewesen, also hier Ozonlochzerstörung, da war wohl auch ein großes Geschrei, da war ich ja bei Greenpeace gerade eingestiegen 1987, da saßen wir mit dem Umweltamt zusammen, erst wollte Greenpeace gar nicht richtig ran ans Thema, da ging es um die Fluorkohlenwasserstoffe und dann haben wir aber langsam rausgekriegt,
Woran das wirklich lag, weil die Patente von DuPont gerade ausliefen, hätte Afrika, die ja gerade dabei waren, fleißig Kühlschränke zu bauen und zu kaufen, hätte die Patente ja kostenlos verwenden können von den Fluorkohlenwasserstoffen. Es ging da um R11 und R22, übrigens die besten Stoffe, die es je gab. Die sind auch immer noch zugelassen, also hier für Inhalation von Asthmatikern und so. Ne? Also inhärente Stoffe, die sich nicht verbinden, sind also klasse. Alle Nachfolgestoffe waren schlimmer. So, aber was hat man erreicht? Dieses R134a, was sie neu entwickelt hatten, da konnten sie jetzt wieder 30 Jahre lang ihre Patentgebühren für erheben. Wesentlich schlechter der Stoff und so weiter. Es geht immer nur um die Kohle, das ist so. Gibt es auch extra ein Buch zu, über diesen ganzen Skandal. Aber das wurde, und dann verschwand das auch, hat keiner mehr vom Ozonloch geredet, ja. Ich meine, es ist eins da, das ist auch gar nicht ohne, was da oben kaputt ist, aber das lag jetzt nicht an den Leuten, weil die jetzt hier, der Hauptgag war Halonlöscher, haben sie uns gesagt, Duft darf man nicht mehr verwenden. Ein Schwachsinn ohnegleichen. Bin ich selbst drauf reingefallen. Halon ist ein schweres Gas, deswegen kann man damit, also wenn man spezielle Brände hat, nur mit Halonlöschern bei, wenn das so mal Elektrobrände sind, kann man damit Wasser nicht bei oder so. Und das legt sich halt, weil es so schwer ist, über die Flamme und erstickt sie. Ja, wie soll jetzt das Halon da nach oben kommen? Ja? Also da sind uns Sachen erzählt worden, weil die meisten Leute physikalisch dann in dem Moment nicht nachdenken, wenn sie die Angst im Kopf haben. Und ich habe nachher auch gesagt, ich habe mich auch verarschen lassen. Aber da gibt's, wir werden ja ständig ziemlich vergackeiert mit vielen Dingen. Und die wenigsten Leute überlegen mal, was überhaupt chemisch da passiert, was physikalisch passiert, weil sie auch meistens vergessen haben, was sie in der Schule gelernt haben. Ne? Was sind denn Ihrer Meinung nach die wirklichen Ursachen fürs Ozonloch und für den Klimawandel? Oder die größeren? Ja, das ist ganz klar, das ist auch erforscht. Und zwar, das ging los mit dem Ozonloch. Also einmal die oberirdischen Atomtests, die Amerikaner und die Russen gemacht haben. Die Amerikaner haben es ja fertig gebracht, ich glaube, es war sogar an einem Tag, 3 große Atombomben in verschiedenen Höhen explodieren zu lassen, um mal eben zu gucken, ja, die Zauberlehrlinge, was denn so passiert mit der Ionosphäre. Ja, es passierte, dass sie auseinandergerissen wurde. Und dann haben die nachher auch noch weiter gebombt da oben. Die Russen fingen dann auch an. Und der Nebeneffekt war dann, das fanden sie ganz interessant, die Militärs, dass es ein, also das ist ja eine Elektronenwolke da oben, ja. Also richtig stark elektrisch geladen, das Zeug. Und wenn man da jetzt also diese Schichten auseinanderreißt durch so eine gewaltige Explosion, dann gibt es eine EMP, also einen elektromagnetischen Impuls. Und der ist so stark, dass in Hawaii war das, glaube ich, da ist also da quasi, weil da die Explosion da ungefähr drüber war, sind da also quasi unheimliche Spannungen entstanden in den Überlandleitungen, übrigens auch in jedem Gartenzaun, der aus Metall ist, ja. Und wumms, ist alles Mögliche kaputt gegangen. Und das fanden die dann interessant, die Militärs, und sagten, okay, also wenn wir, sagen wir mal, einen Erstschlag machen, ja, dann machen wir erstmal da oben eine schöne Atombombenexplosion und dann ist die gesamte Elektronik des Feindes kaputt, ja. Das ist eine tolle Sache. Und deswegen waren die da gleich scharf drauf und da haben wir natürlich die erstmal rumgebombt da oben. So, der zweite Punkt war dann der, die vielen Raketenstarts. Und zwar, uns haben sie ja mal erzählt, also die Flugkohlenwasserstoffe sind ja so schlimm, ja, was noch viel schlimmer ist, sind die Stoffe, die entstehen durch einen Raketentreibstoff, die auch Chlor und diese hübschen Sachen drin haben, die Ozonschicht angreift. Ja, und da haben ja nicht nur 100 Flüge stattgefunden, sondern Tausende und finden immer noch statt. Und dann haben die sogar absichtlich mal, also hier mit ihren Raumshuttles, hier die Amerikaner, bestimmte Stoffe freigesetzt, noch zusätzlich da oben, um eben zu gucken, wie können wir das modellieren. Ja, ja, ich meine, wie kann man sowas tun, eine der wichtigsten Schutzschichten der Erde daran rumzumurksen? Ja? Ja, das sind die Leute, die sich dann immer für allmächtig halten, bestimmte Wissenschaftler, die meinen, wenn wir da jetzt was kaputt machen, das pflücken wir dann schon wieder. Da gab es dann auch so ein Programm, also Remediation, also wieder Heide machen von Ozonloch. Ne? Aber man kann es ja erstmal ein bisschen kaputt machen, ist ja nicht so schlimm, machen wir es nachher wieder Heide. Ne? Aber inzwischen ist so viel kaputt gemacht da oben, dass wir UV-Strahlenbelastungen haben, die exorbitant sind. Ja, wir haben hier Strahlungswerte gehabt früher von 6,5 mit UVB. Wir haben jetzt gemessen, also hier in Norddeutschland wohlgemerkt, 11,3 schon im April. Ja? In Bayern 15,9. Das wird gar nicht veröffentlicht. Die Skala hört übrigens bei 11 auf für Mitteleuropa. Ja? Ab 6 piept also so ein Messgerät, wenn man sich das, ich habe in der Armbanduhr so ein Ding drin, fängt er bei 6 an zu piepen, das ist dann schon extrem. Ja, nur, dass man mal weiß, was hier los ist. Und man wird heute schon, im März kriegt man schon Rötung, ja, wenn man da zu lange in der Sonne sich aufhält. Und wenn es einfach später ist und dann das noch stärker ist, also Babys, Kleinkinder, die Eltern müssten gewarnt werden, packt die Kinder nicht in die Sonne, ungeschützt. So, und damals haben wir einen riesen Hype gehabt, eben wo es um diese
Flug- und Wasserstoffnummer ging, ne? mit DuPont und so weiter und den Patenten. Da wurde hier berichtet, groß und breit, ja, und in Australien war es so schlimm, da mussten dann die Kinder da schon irgendwelche Kappen aufhaben und natürlich, die haben natürlich sowieso da hinten mehr Strahlung, aber das war nachher vollkommen verschwunden aus der Presse. Man hat die nächste Kuh dann oder das nächste Schwein durchs Dorf getrieben. Ne? Ja, das ist die Presse. Was glauben Sie denn, warum man tatsächlich diese Aerosole ausbringt, die Reflexion des Sonnenlichts? Oder was, warum macht man das? Also es gibt offizielle Erklärungen und es gibt inoffizielle Geschichten. Und zwar, die offizielle Erklärung findet man in der Studie der US Air Force von 1996, Owning the Weather in 2025, zu Deutsch, wir besitzen das Wetter in 2025. Natürlich geht das nicht so schlagartig, dass sie von 2024 das Wetter noch nicht haben und 2025 plötzlich, sondern sie haben es jetzt schon größtenteils. So, und das ist ein Programm, das muss man sich mal durchlesen, das ist sehr interessant. Von der NASA gibt es ja auch ganz interessante Sachen. Das Ding heißt Warfare Strategy Document, The Future is Now. Da lese ich nachher mal was vor, da wird Ihnen ganz anders. Also die offizielle Erklärung steht da auch drin. Also man bringt solche Stoffe aus, da haben die auch so Skizzen drin, da fliegt also Flugzeug, schmeißt den Mist da hinten raus. Das kann jetzt Strontium, Barium, sonst was sein, auf jeden Fall reflektive Metallstäube. Und dann geht man von unten mit einer Strahlung da rein und benutzt das quasi wie ein Spiegel. Vorteil ist, man kann dann, wenn man diese Wölkchen da sehr hoch ausbringt, diese Metallschwebewölkchen, kann man sehr weit ins Feindesland hineingucken. Ja? Durch diese Reflexion. Das ist also ein Effekt. Dann arbeitet dieses Zeug zusammen, eben mit Anlagen wie HAARP und so weiter, dass sie da auch hübsche Sachen mitmachen können, auch in Reflexion und Zusammenarbeit eben mit der Metallisierung der Luft. Das ist ja so, die Erde ist ein Kugelkondensator, wir haben also oben die Ionosphäre, das ist eine leitende Schicht und die Oberfläche der Erde ist eine leitende Schicht. Und dazwischen ist die normale Atmosphäre, die früher also relativ hochrumig war. Das kann man bei Gewittern übrigens auch beobachten. Früher kannte man ja fast nur Blitze, die also von der Wolke nach unten gingen. Ne? So, wenn Sie heute mal so richtig schönes Kunstgewitter haben, dann fliegen mehr Blitze von links nach rechts zwischen den Wolken hin und her, als von oben nach unten. Das hängt eben damit zusammen, dass wir ganz andere Luftverhältnisse haben. Durch eine metallisierte Atmosphäre haben wir natürlich einen niedrigeren Ohmwert, nennt man das. Ich bin ja Techniker, deswegen kann ich mir das auch alles immer gut erklären. Und es gab, also jetzt vor ein paar Jahren fing das so an, also fiel es mir auf, wenn man so sagen, dass wir Gewitter hatten, die hörten gar nicht auf zu grummeln. Sonst kannte man das, die Wolke zieht heran, es wird ganz schwarz, dann knallt's, dann zieht das wieder ab. Das war teilweise 20 Minuten lang immer nur Grummel, 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 Grummel. Also nicht so Riesenblitze, aber immer so kleinere, aber dauernd. Und das hängt also mit dieser Metallisierung auch zusammen. Wir haben ja übrigens, also im Rahmen von Sauberer Himmel, wie ich noch dabei war, sind ja also Wasserproben genommen worden, über 100 Stück in Deutschland allein, ja, wo ja nachgewiesen wurde, dass in fast allen Wasserproben, also wohlgemerkt frei aufgefangenes Wasser, also richtig wie man es macht, nicht aus der Dachrinne, dann hat man natürlich gleich Zink drin, ja, oder Kupfer, wenn das Material so ist. Nee, also frei aufgenommen mit einem Glasbehälter und so und dann eben eingeschickt und analysieren lassen und dann war also die ganze Palette war drin, ja. Nicht nur Aluminium, sondern Barium, Strontium, alles mögliche Hübsche, was man sich denken kann. Weil die haben ja auch mit verschiedensten Stoffen rumexperimentiert. Ne? Also es gibt ja teilweise auch von denen Datenblätter, da steht es ja sogar drauf. Barium, Strontium, habe ich alles hier vorliegen. Also vieles kann man auch finden bei mir auf der Seite. Auch die Patente zum Beispiel, wie man, in welcher Zusammensetzung man das macht, wie viel Prozent Barium und wie viel das andere Zeug. So gibt's lange Listen, habe ich alles drauf bei mir auf der Seite. Die haben wir ja nicht gemacht, die Patente. Die sind ja, die meisten, die so zugänglich sind in den USA, die sind ja auch ziemlich offen. Also ich meine, die werden auch geheime Geschichten haben. Und man kann also fast alle gruseligen Sachen kann man da abrufen auf der Government-Seite. Ne? Tja. Es gibt ja auch, glaube ich, Patente auf aluminiumresistente Pflanzen. Stellt sich mir die Frage, ob das damit zusammenhängt. Ja, da hat man natürlich bei Monsanto wieder ein neues Geschäftsfeld entdeckt, ja, dass man jetzt sagt, okay, nicht? Also wenn sich das jetzt so und so entwickelt hier, ist das ja gar nicht schlecht, dann haben wir mit unserer Gentechnik wieder eine tolle Möglichkeit, Umsatz zu machen. Das mag ja für bestimmte Regionen vielleicht sogar unter Umständen hilfreich sein, wenn jetzt die Gentechnik nicht andere Wirkungen auch noch hätte auf den Menschen. Das ist es ja. Das ist ja noch gar nicht ausgeforscht, beziehungsweise es werden ja die Studien meistens unterdrückt, wenn also genmanipulierte Sachen, die haben ja Langfristwirkungen auf den Körper, ja, wenn wir da keine
Nebenwirkungen hätten, dann könnte man ja glatt sagen, na gut, warum nicht? Also in Gebieten, wo das jetzt also jetzt dermaßen stark UV belastet ist, dass da kaum noch was wächst. Das haben wir übrigens jetzt hier auch schon, dass wir also unwahrscheinliche Blattschäden haben. Also einige Bäume können es auch schlechter ab, und aber auch Pflanzen können es schlechter ab, auch Blumen teilweise. In den USA ist es noch viel schlimmer, oder ich meine, wo eben noch mehr UV-Strahlung da auftritt. Und das muss nicht unbedingt am Äquator sein, sondern da, wo das Ozonloch am meisten sich auffällt, da kommt halt der meiste Kram durch. Und die Leute kennen ja eigentlich nur UVB meistens. Das ist ja so ein Parameterwert. Es gibt UVA, es gibt UVB und es gibt auch UVC. UVC ist der energiereichste, den kennen die Leute meistens gar nicht. Man benutzt, es gibt auch spezielle Lampen mit UVC, man benutzt das zur Sterilisierung zum Beispiel. Von Pflanzen, also, oder sagen wir Kleinlebewesen kaputt zu machen, Schädlinge und sonst was. Ja. Das Dumme ist bloß bei UVC in einem bestimmten Frequenzbereich, also ich meine bei einer Wellenlänge von 254 ist das absolut wirkend auf unsere Chromosomen. Das heißt, das ist unheimlich gefährlich. Ich habe neulich so eine Geschichte da mir angeguckt, da sagten die, das wäre um Faktor 9000 gefährlicher, ja, weil es eben im selben Resonanzbereich ist von unseren Chromosomen. Aber da wird uns überhaupt gar nicht so weit zählt. Ich bestelle mir morgen jetzt so ein UVC-Gerät auch noch. Ich habe also ein reines UVB-Gerät, dann habe ich noch UVA und B, auch mit so einem externen Messfühler da dran. Und ich werde mir jetzt auch noch ein UVC besorgen. Im UVC gibt es kaum noch zu kriegen. Ich habe jetzt heute schon mal eine Firma angerufen, die sagt, nö, haben sie eingestellt. Ja, da frage ich mich, warum. Gut, das ist jetzt, kann sonst was für einen Grund haben. Vielleicht ist es auch zu wenig nachgefragt worden. Bloß, ich sag mal, bestimmte Kreise sind wahrscheinlich nicht dran interessiert, die Leute jetzt auch noch wild zu machen mit UVC. Ne? Gut, ich will mal sehen. Ich bin gespannt, ob ich so ein Ding kriege. Und dann kann man es auch direkt nachweisen. In den USA gibt es schon länger Leute, die messen das schon, ja, und haben auch schon aus längerer Zeit darauf hingewiesen, dass es unheimlich gefährlich ist. Und man sieht es ja auch an den Pflanzen und so weiter, was da passiert. Insekten übrigens, ja, ist jetzt so ein Seitenthema. Den Leuten müsste ja aufgefallen sein, bloß die meisten freuen sich ja eher drüber. Früher hatte man ja immer die ganze Windschutzscheibe vollgeklatscht mit Insekten. Das hat stark abgenommen. Das hat natürlich für uns vielleicht erstmal im Moment positive Wirkungen, aber für die Vögel, die Insekten fressen, gar nicht. Ja. Die werden so gut wie aussterben, wenn das so abnimmt. Ich meine, Bienen haben wir auch wesentlich weniger. Das hat allerdings mehrere Gründe. Ja. Einmal natürlich hier die chemische Industrie, die also auch Monsanto und so weiter da die Pestizide ausbringt. Also speziell bei Bienen ist das ja sehr schädlich. Aber die elektromagnetische Strahlung, jede elektromagnetische Strahlung, ist übel für die Insekten. Man hat in Amerika zum Beispiel auch mal Versuche gemacht, wie kann man bestimmte Insektenarten also ärgern oder dezimieren, indem man genau mit der Frequenz arbeitet, dass die Fühler von den Insekten, also wenn die Fühler haben, anfangen zu vibrieren und dann sind die orientierungslos. Ja. Und also wir haben ein massives Insektensterben, also man spricht in den USA davon, dass nicht nur die Bienen arg zurückgegangen sind, sondern fast alle Insektenarten. Und das liegt eben einmal an diesen Strahlungsgeschichten, also A, einmal kosmische Strahlung, B, aber auch natürlich, was wir hier zusätzlich der Umwelt zumuten durch die gesamte Strahlung. Es ist ja fast jeder Frequenzbereich voll. Na, das Dumme ist ja, man sieht es nicht und es tut auch nicht weh. Ne? Aber es hat eine Wirkung. Ja. Da habe ich eine Frage zu der kosmischen Strahlung. Die ist ja besonders stark, wenn Sonnenstürme sind, die auf die Erde ausgerichtet sind. Und da würde mich einmal interessieren, bei der kosmischen Strahlung, verstärkt das Ozonloch deren Wirkung und kann man möglicherweise mit Geoengineering die Menschen schützen vor dieser kosmischen Strahlung? Ja, ich habe ja schon seit längerem gesagt, seit Jahren sage ich, der einzige positive Effekt, also jetzt von der Aerosolausbringung, ist ja tatsächlich der, dass wir, wenn gesprüht wird, das kann man ja messen, ich messe ja dauernd, ja, dass dann tatsächlich die Strahlung, die, wenn der Himmel sauber ist, haben wir dann eben, was weiß ich, also ich sage mal zwischen 9 und 11 ungefähr hier die Strahlung, wenn die da den Himmel voll gepupst haben, ist anschließend fällt das wieder runter auf 6 bis 6,5, wie wir es früher hatten. Das ist durchaus ein positiver Effekt, ja. Da könnte man sagen, okay, also wenn es nur das Einzige wäre, aber ich meine, es ist ja so, wenn die Jungs uns jetzt schützen wollen, warum geben sie es da nicht zu? Da wird ja jeder sagen, okay, ist in Ordnung, müssen wir halt haben, ja, aber es sind eben andere Projekte da noch mit eingebunden, die für uns gar nicht so toll sind. Und deswegen sagt man nichts und man sagt auch aus Haftungsgründen nichts, weil sowohl der Bauer könnte sagen, okay, ich habe jetzt eine geringere Ernte, ja, möchte ich eine Kompensation haben, Gesundheitsschädigungen, von Menschen, Tieren, Pflanzen, alles Mögliche. Ja, wer versichert das? Wer bezahlt das? Ja, das müsste reguliert werden.
Es gab ja so Versuche, also in den USA zum Beispiel dieses Ding, was von Enron da gelaufen ist, da haben sie ja versucht, also gewisse Sachen zu regulieren, ne, in den USA. Interessanterweise Enron, also Energieversorger, der sich ja auch nicht mit rumbekleckert hat, die sind ja fast pleite gegangen, ja, an ihren Machenschaften da im Energiebereich. Aber die hatten da halt wieder ein anderes Geschäftsfeld dann und wollten sich da eben auch noch weiter ausbreiten. Ne. Gut, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber es ist sehr vieles mit Geschäftemacherei natürlich verbunden. Ne. Ich habe ein Buch unten von Robert Jung, der hat schon damals, ich glaube in den 60er Jahren geschrieben, da sind schon Leute übers Land gezogen, haben den Bauern angeboten, hier, wir machen euch Regen, ne, so und so viel Acker kostet so und so viel Geld. Ja, und dann haben sie eben, das war aber hauptsächlich dann eben noch mit Silberjodid, diese Sprühung, die man nicht nur von Flugzeugen machen kann, da kann man auch einfach von der Erde aus abbrennen, dann steigt das hoch, wenn eine entsprechende Wolke mit genug Feuchtigkeit da ist, dann fängt es halt an zu regnen. Heute kann man das eben auch machen elektronisch, das haben die ja erst vor einiger Zeit zugegeben, das wissen die natürlich schon länger, die Brüder, dass quasi auch kosmische Strahlung oder sagen wir mal geladene Partikel, die die Erde erreichen, genauso wirken wie Schmutzpartikel da oben, wo sich dann quasi eben Wassertröpfchen dran anreichern können und dann, wenn sie so und so schwer sind, dann eben runterfallen. Ja? Und das haben die Russen schon lange angewendet. Also hier wie jetzt zu Zeiten des Zusammenbruchs der UdSSR sind ja viele Forscher, die waren arbeitslos, die sind in die USA gegangen und haben da Firmen aufgemacht. Da gibt es auch eine Firma, die heißt Elate, ja? Die bieten das an. Die bauen ein paar Antennen auf, ja? Machen einen Vertrag mit den Bauern und sagen, hier, so und so viel kostet das und dann machen sie da Regen elektronisch. Ja? Gibt es mehrere Firmen, die das anbieten. Das weiß der Durchschnittsbürger aber das nicht. Jo. Zu dem Aluminium noch. Ich habe einen Vortrag von Dan Witchington gesehen, von Geoengineering Watch, wo er die Auffassung vertreten hat, dass das ausgebrachte Aluminium die Waldbrandgefahr erhöhe. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Naja, vollkommen klar. Also Aluminiumstäube, also siehe jetzt Nanothermit, ja, ist ja auch im Prinzip ein Supersprengstoff, ein militärischer, der darauf beruht, da ist aber auch Eisenoxide, also Minipartikel im Nanomaßstab drin. Ganz einfacher Effekt. Je kleiner die Stoffe sind, desto eine größere Oberfläche habe ich. Kennt jeder Kaffeebohne, wenn ich die so reinschmeiße ins heiße Wasser, passiert gar nichts. Ich muss das erst zermahlen, ich muss die Oberfläche erhöhen. So, und das ist bei allen Geschichten so. Und bei Sprengstoffen ist es eben auch so, dass je mehr ich die Oberfläche erhöhe, desto schneller findet der Brand statt. Also die Explosion. Und dann knallt es halt besser. Ja? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Stoffe ausbringe, die möglichst fein sind, hat das auch eben den Vorteil, möglichst große Oberfläche. Unsere Lunge ist ja auch so aufgebaut. Ne? Unsere Lunge hat ja auch also etliche Quadratmeter Fläche, aufgrund der Struktur. Das ist eine strukturelle Frage. Heute ist man fähig, ich habe jetzt die neuesten Sachen mit Flugzeug- und Raketentreibstoffen hier vorliegen, dass sie bis zu 2 Nanometer gezielt Stoffe herstellen können, die sie dem Sprit beimengen, zu 2% ungefähr. Und dadurch würde die Effizienz gewaltig erhöht, also der Schub, und gleichzeitig auch sparsamer. Und das Zeug ist schon länger drin. Also noch nicht so klein, bisher hat man mit Mikrometer großen Geschichten gearbeitet. Das wird aber immer feiner, immer kleiner. Ja gut, ist klar, wird immer effizienter. Der Haken ist bloß, wenn das Zeug dann runterkommt, dann durchbricht es bei uns jegliche Zellmembran. Das ist der Haken, weil die Natur kennt solche kleinen Stoffe nicht. Deswegen ist ja auch das mit dem Dieselgruß so eine Geschichte. Wenn ich jetzt einen ganz alten Diesel habe, das stinkt zwar, sieht auch nicht gut aus, das kriegt der Körper aber wieder raustransportiert. Je feiner das wird, desto gefährlicher wird das. Weil es dann, wie gesagt, direkt ins Blut aufgenommen wird über die Lungenbläschen. Und dann eben, also wenn es ganz, ganz fein ist, dann geht es sogar durch die Hautbarriere. Und dann haben wir den Dreck halt drin in uns. Und dann hat der Körper also eine Menge zu tun, weil er gar keine Mechanismen hat, den Mist wieder loszuwerden. Also der geht auch über die Blut-Hirn-Schranke rein ins Gehirn. Das ist gar nicht witzig. Ne? Da gibt es übrigens auch einen zweiten verstärkenden Effekt. Also es hat jetzt zwar nichts direkt mit Chemtrails und solchen Sachen zu tun, aber wenn jemand das Handy sich ans Ohr hält, ja, innerhalb von 30 Sekunden ist die Blutschranke auf. Und dann kommt der Dreck noch viel besser rein. Auch der gröbere Dreck. Also zum Beispiel auch Eiweißstoffe, die nichts zu suchen haben im Gehirn. Also der Körper ist schon super gebaut, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass wir durch diese technischen Errungenschaften, die wir für Errungenschaften halten, im Grunde die Natur kaputt machen. Nicht? Entweder unabsichtlich als Nebenprodukt oder auch absichtlich. Und das steht hier in der NASA-Studie zum Beispiel drin, dass sowas ja auch eben absichtlich ersonnen wird und auch so benannt wird. Kann ich nachher mal was vorlesen.
Gut. Mal zu Folgendem. Die Leute, also wir werden ja immer von der Presse so vorgeführt, oder es wird versucht, so vorgeführt zu werden, ist ja alles Verschwörungstheorie und, ja, und das gibt's ja gar nicht, und das sind nur ein paar Blöde, die das behaupten. So, warum gibt es dann hier ein SRMGI, Solar Radiation Management Governance Initiative, zu Deutsch eine Solarstrahlungsmanagement, heißt ja also Steuerungsinitiative der Regierungen. Und wer sitzt da drin? Unter anderem Greenpeace und der WWF. Es sitzt natürlich auch das Washington Geoengineering Consortium drin. Es hockt die Royal Society aus Großbritannien drin. Stockholm und das Rote Kreuz sitzt mit dabei. Alle diese netten Organisationen, von denen wir ja denken, die achten schon drauf, was da passiert. Also Greenpeace sitzt drin mit einem Herrn David Santillo aus den Netherlands, also hier Niederlande gleich um die Ecke, weil das ist nämlich die Greenpeace International Zentrale. Der WWF hat jemanden aus Großbritannien dabei, das ist Mr. John Taylor. Gut, ich will die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich habe die ganzen Unterlagen da. Also von wegen, dass wir spinnen. Ja, ich meine, wozu hat man denn solche Initiativen? Wozu hocken dann auch die Umweltverbände damit drin? Aber warum sagt Greenpeace zum Beispiel, ne, mit dem Thema beschäftigen sie uns nicht? Und so weiter. Das gibt's nicht, das ist Verschwörungstheorie. Aber sie sitzen da drin und planen den Mist. Komisch, ne? Als ob man sie einbinden wollte, damit sie sich nicht querstellen. Genau. Sie sind ja auch seit langer Zeit schon als Beobachter, sagt man dann, beim IPCC dabei. Und der IPCC ist ja nicht, also ich lasse ja öfter mal Leute anschreiben, weil wenn ich da anschreibe bei Greenpeace, dann wissen ja gleich, wer das ist, einfach so unschuldige Fragen mal zu stellen. Und dann antworten die für die unschuldigen Leute, ja, der International Panel on Climate Change hat das gesagt. Das ist kein International Panel on Climate Change. Das ist ein Intergovernmental Panel on Climate Change. Wieso sagt man den Leuten dann was Falsches? Weil International klingt ja super. Ja, wenn das Intergovernmental ist, ist schon wieder ganz anders. Eine regierungsinterne Nummer. Und genau so ist es. Und das, was die Presse kriegt und die Politiker, die ja eh wenig Zeit haben oder sich die Zeit nicht nehmen, die kriegen dann eine Zusammenfassung vom IPCC, ja, wo dann das möglichst blumig dargestellt wird und die kritischen Sachen, die stehen dann hinten in den 500, 600 Seiten drin. Ne? Unter anderem eben hier von 2001, wo das genau beschrieben ist, hier mit den Ausbringen der Dinger, auf Seite 333 und 334. So weit kommen die Leute gar nicht. Die lesen sich die Zusammenfassung durch, sagen sich, oh ja, ist ja ungefährlich, dann lass uns das mal machen. So läuft's. So läuft das. Das ist nicht nur bei dem Thema so, das ist auch bei allen möglichen industriellen, pharmazeutischen und anderen Geschichten. Grenzwerte werden immer so festgelegt, dass es der Industrie nicht wehtut. So sieht das aus. Ein Beispiel, wie Tschernobyl passiert ist, hatten wir hier einen Grenzwert in der Milch von rund 3,4, glaube ich, Becquerel, ja. Dann kam die Wolke, plötzlich waren 600 Becquerel erlaubt. Dann ging es noch heißer los, dann hat Frankreich und Brüssel verlangt oder vorgeschlagen, in der EU sollte demnächst 3000 Becquerel gelten. In Erwartung zukünftiger Störfälle stand auch noch da dran. Dann ist Frau Süßmuth, hat dann die Sachen beschlagnahmt, die also über 50 Becquerel waren an der Grenze, bis dann plötzlich der Grenzwert auf 600 stieg, da war das dann wieder erlaubt. Ne? So, und das ist bei der Strahlung mit Handys genauso. Wir haben zum Beispiel einen Grenzwert, der ist 1000-mal stärker als der in Russland und er ist 100-mal stärker als der in der Schweiz. Da fragt man sich, sind wir Deutsche so robust oder was soll das? Russland sind ja mehr Entfernungen. Russland ist ja erstaunlich, dass es in Deutschland der Grenzwert höher ist, obwohl man viel weniger Entfernung überbrücken muss als in Russland. Ja, natürlich, das ist doppelt absurd. Das ist einfach irre. Aber wer weiß das schon? Man sagt den Leuten dann, und wenn jetzt der nächste Störfall jetzt passiert, ja? Wir haben jetzt ja, also aktuell haben wir einen Grenzwert, ich glaube, der liegt bei 1000. Weil die Europäer, also in Deutschland, haben sich dann aufgeregt und gesagt, nein, also 3000 können wir gar nicht machen. Ich meine, die haben sich jetzt auf 1000 geeinigt. Dann kommt der Nachrichtensprecher und sagt, ja, leider gab es einen Störfall, Leute, aber seid beruhigt, es ist alles unter dem Grenzwert. Die werden den Leuten aber nicht sagen, dass der Grenzwert mal viel niedriger war. Und der Mensch ist aber beruhigt. Der sagt, okay, naja, warum nicht? Es ist Verarsche, es ist Verarsche. Also nur der kritisch ist, und deswegen werden wir natürlich angegeiert, weil wir wühlen das hoch und dann fragen die Leute sich natürlich, ja, wie bitte? Was passiert denn da? Und deswegen müssen die uns dann als unglaubwürdig darstellen, obwohl wir alle Unterlagen haben. Bei mir hat sich noch keiner, weder von den Grünen, noch von Greenpeace. Also Greenpeace hat immerhin unsere Dokumentenmappe da. Wir waren ja 4 Stunden da genommen und waren auch immerhin bereit, ein paar Stunden mit uns zu diskutieren. Aber dann ist ja eben doch trotzdem nichts passiert. Bei den Grünen ist es ja noch drastischer. Die haben einfach geblockt. Fertig. Sie wollten es nicht wissen. Kann ich ja gut verstehen, weil wenn sie es dann wissen, sind sie auch verantwortlich. Also bitte Augen zu, Ohren zu, wie die drei Affen. Wir wissen von nichts, also sind wir auch nicht schuld, wenn es rauskommt. So läuft das.
Ja? Und deswegen wollte ich mich auch rausschmeißen, ist ja klar. Ich bin ja immer derjenige, der dann darauf hinweist, was da an Mist läuft. Ja? Naja, gut. Das ist die Nummer. Ja, ich würde gerne mal auf die menschenrechtliche Seite eingehen. Artikel 12 UNO-Sozialpakt enthält das Recht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, also dass er die Chance hat, das zu erreichen. Und in dem UNO-Sozialpakt selber steht nichts zur Ökologie, aber in dem allgemeinen Kommentar Nummer 14, das heißt das 14. Mal, wo sich der Ausschuss der UNO, der für diesen Vertrag zuständig ist, zusammengesetzt hat und einen Kommentar geschrieben hat, Auslegungsempfehlungen sind da zum Menschenrecht auf Gesundheit, da möchte ich gerne mal aufzählen, was da so drin steht, was jetzt hier ökologisch besonders relevant ist in dem Zusammenhang. Da steht zum Beispiel, dass es das Recht umfasst auf sauberes und gesundes Trinkwasser, unbedenkliche Nahrung, gesunde Umweltbedingungen, Zugang zu gesundheitsbezogener Information, Vorbeugung gegenüber verletzender Strahlung und gesundheitsschädlichen Chemikalien und anderen schädlichen Umwelteinflüssen. Wie sehen Sie das jetzt im Zusammenhang mit Geoengineering, die Achtung, Gewährleistung, Schutz dieses Menschenrechts? Ja, tolle Gesetzesgrundlage. Man muss sich auch dran halten. Das ist der Punkt. Also man wird eingelullt mit Sachen, wo dann auch darauf verwiesen wird, ja, es gibt ja die und die Gesetze und deswegen wird das nicht angewandt, aber wenn man es trotzdem tut. Ich meine, was passiert denn? Nehmen wir mal das Beispiel, das sind ja auch Feinstäube. Die Uranmunition, die da eingesetzt wurde, jetzt in allen US-geführten Kriegen mit NATO dabei, ja? Das ist nach der internationalen Konvention, ist das Giftgas. Ja, das sind ja Geschosse, die also einmal die größeren sind, also für panzerbrechende Waffen sind das. Da ist ja kein Sprengstoff drin, sondern das Uran an sich ist der Sprengstoff. Das Ding trifft auf, im Auftreffungsmoment durch die Geschwindigkeit, das ist unheimlich schwer, das ist eines der schwersten Metalle, verdampft das, macht also Nanometall da, bohrt sich durch die Panzerung durch und diese Stäube explodieren im Panzer. Super Sache. Außerdem ist das Industriemüll, den kriegt man auch noch nachgeschmissen. So. Der Haken ist bloß daran, dass diese Stäube, die dann da rumwabern in der Luft, die sind dann chemisch gesehen, sind die Giftgas. So, das ist verboten nach der Giftgaskonvention. Es wird aber trotzdem gemacht. 2500 Tonnen im Irak und im Iran, nicht im Iran, in Afghanistan. Und auch hier bei Gaddafi haben sie es eingesetzt, in Libyen und so weiter, in allen Kriegen. Bitte, also es steht ja drin, sie haben es auch unterschrieben, das nicht zu tun. Also sie machen es halt trotzdem. Wenn ein kleiner Staat das machen würde, dann würde geschrien. Da würde geschrien ohne Ende. Ja, aber die Amerikaner können das halt machen. Im Kosovo haben sie nur 20 Tonnen ungefähr freigesetzt, aber da haben sie jetzt mit 2500 Tonnen rumgeballert. Und das ist ja bei uns sogar angekommen. In Großbritannien haben da die Messgeräte angeschlagen, da haben die erst gedacht, oh, hier ist ein AKW, hat einen Störfall. Und dann haben sie festgestellt, oh nee, das kann gar nicht von uns kommen, das kam von da hinten. Das ist wie Wüstensand manchmal auch hierher weht, ist dieser feine Mist hier rüber geweht. Und ist in England runtergekommen. Bei uns natürlich auch, ist klar. Nicht? Der setzt ja nicht aus, der Fallout jetzt über Deutschland plötzlich. Das sind die Tatsachen. Aber es, wie gesagt, das Militär macht, was es will. Ne? Die Kleinen dürfen es nicht. Wenn ein kleiner Staat sowas machen würde, da wäre ein Geschrei das ohne Ende. Nicht? Was macht man denn hier mit Nordkorea jetzt? Ja? Südkorea hat man mit Atomwaffen beliefert. Nordkorea hat sich dann selber welche auch angeschafft. Ja, bitte, mussten sie dann ja wohl auch. Ja? Nicht, dass ich das jetzt gut finde. Aber auf dem einen wird drauf rumgetreten, auf dem anderen, den erwähnt man nicht. Und die Atomversuche, die Amerikaner, die Russen gemacht haben, also zuhauf, da hat kein Mensch was zu gesagt. Da war ich ja noch mit dabei, diese Gegnerschaft aufzubauen, damit da endlich die oberirdischen Atomtests wenigstens aufhören. Ja, und jetzt machen sie oberirdische Atomtests live auf dem Schlachtgebiet. Und nicht nur auf dem Schlachtgebiet, sondern schmeißen die 1000-Kilo-Bomben mitten in eine Städte rein. Ja, wo sind wir denn? Also der Vertrauen ist bei mir vollkommen weg. Aber das merkt eben die normale Bevölkerung nicht, die glaubt immer an diese Paragraphen, aber die Realität sieht ganz anders aus. Ne? Und der Mann, der das aufgedeckt hat hier, Günther, super Mann, der hat in Lambarine schon bei Arbeit Schweizer mitgearbeitet, toller jüdischer Mensch, ja, der hat ein einziges von diesen millionenfach verschossenen 3,5 Zentimeter geschossen, hat er mit nach Deutschland gebracht, um das untersuchen zu lassen, um den Nachweis zu führen, dass es Uran ist. Die meisten Unis wollten es gar nicht erst untersuchen, weil sie gleich kalte Füße kriegten. Einer hat dann gesagt, gut, kommen Sie morgen früh bei uns her, wir machen das. Dann haben die gleich vier Polizisten da empfangen, haben die gleich Protokoll aufgenommen und so weiter. Transport, illegaler Transport von Uran, ja.
Geldstrafe, paar tausend Euro. Hat er gesagt, nö, bezahle ich nicht. Ist er dafür in den Knast gegangen. Der ist dann später rein zufällig natürlich in der Nähe des BNDs von einem Jeep überfahren worden, ohne Kennzeichen, ganz komisch, ne? Und saß dann im Rollstuhl, der ist inzwischen, glaube ich, gestorben, der gute Mann. Und das hat dann hier Frieda Wagner, gibt es einen super Film drüber, Leute, guckt euch das mal an, also die Zuschauer auch. Der Film heißt also Deadly Dust, zu Deutsch tödlicher Staub, kann man auf YouTube sich angucken. Dann weiß man, was die da hinten treiben. Die haben keine Skrupel, die Brüder. Und wir brauchen uns nichts vormachen, wenn jetzt hier gezündelt wird und jetzt hier Russland eingekesselt wird langsam mit immer mehr Militär, ne? Dass wenn es hier knallt, dass das Zeug hier nicht eingesetzt würde. Da brauchen wir uns gar keine Hoffnung machen, nicht? Dass unsere lieben Freunde das nicht machen. Das machen die. Das nur nebenbei. Ja, ich würde gerne dann nochmal zu dem Thema hier Geoengineering kommen, was das für Gesundheitsschäden macht. Natürlich ist Uranmunition noch schlimmer, aber dieser Aluminiumfeinstaub, wenn ich es richtig verstehe, ist das auch ein Problem für die Bluthirnschranke? Das ist verständlich. Also sämtliche Metalle haben im Gehirn überhaupt nichts zu suchen. Deswegen hat das Gehirn ja auch diese tolle Hirnschranke. Wohlgemerkt, wenn es zu klein ist, kommt es eben rein. Wir haben damals Aktionen gemacht von Greenpeace, also 85 fing das, glaube ich, an, gegen Blei im Benzin, ne? Ist jetzt ja nicht mehr drin, die haben jetzt was anderes Gefährliches drin, aber Blei ist es nicht mehr. Weil eben durch den Automotor das auch so fein dann eben wurde, durch die Verdampfung und die Explosionengeschichten, dass es dann eben eingearbeitet werden konnte, auch die Bluthirnschranke überbrückte und wir haben immer nur so gesagt, Blei macht blöd. Ja, ist auch so. Nicht nur Blei macht blöd, jedes Metall im Gehirn macht blöd. Ne? Und im Ernstfall dann sogar ganz blöd, nicht, dass man also nachher überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das ist absolut gefährlich, natürlich. Kommt immer natürlich auf die Konzentration an. Ne? Das Absurde ist ja auch jetzt, wenn man nochmal ganz kurz auf die Autosites kommt, da werden jetzt Werte diskutiert, die auf der Straße auftreten, ja, und die MAK-Werte, die also wir als Arbeiter erdulden müssen, ja, die sind teilweise um das Hundertfache höher. Ja? Ich habe jetzt nicht genau den Faktor drin, aber es ist wesentlich höher, was normal erlaubt ist für einen Arbeiter, da 8 Stunden unter solchen Bedingungen mit sehr vielen Stäuben und so weiter zu arbeiten, aber auf der Straße ist es plötzlich hochgefährlich, ja. Ich meine, da hört der Spaß irgendwo auf. Also wir haben ganz andere Gefahren, von denen nicht geredet wird hier. Ne? Da wird die Mücke zum Elefanten gemacht und auf der anderen Seite laufen jede Menge Elefanten rum, die zu Mücken gemacht werden. Das ist das Ding. Ich bin jetzt ein bisschen vielleicht bisschen drastisch in der Ausdrucksweise, aber aufgrund der Sachen, die ich in den 17 Jahren Greenpeace mitgekriegt habe, kann ich nur sagen, wir werden vergackeiert ohne Ende. Ja. Und Greenpeace darf halt bestimmte Sachen nicht sagen, das ist eben so. Ne? Sind Ihnen zu dem Geoengineering und den Aerosolen noch andere Gesundheitsgefahren bekannt, als dass Metallfeinstaub letztlich im Gehirn landen kann? Ja, natürlich, also harmlosere Sachen natürlich. Das ist ja auch epidemisch am Ansteigen. Also zum Beispiel Hautreizung, Schleimhautreizung speziell. Also trockene, kratzende Augen, müsste eigentlich jeder merken. Nase, ja. Also alle Schleimhäute sind betroffen. Das ist auch allergische Reaktionen, also Hautreizung, ja. Ist ja ganz klar. Der Körper versucht da irgendwie das Zeug wieder loszuwerden und dann gibt es Reaktionen, das ist ja vollkommen klar. Ja. Das ist also die Lungen, die gesamten Lungen und asthmatischen Geschichten sind ja stark am Ansteigen. Und das liegt jetzt nicht am Autoverkehr allein. Natürlich auch, das ist klar. Ne? Übrigens, sehr viel der Stäube in den Städten entsteht gar nicht unbedingt durch den Auspuff, sondern das ist auch Reifenabrieb, das ist Abrieb von Bremsscheiben und lauter hübsche Sachen, die auch nicht gesund sind. Ne? Hausbrand, alles Mögliche. Was ist Ihnen bekannt zur Wirkung des Geoengineering auf Tiere? Also ich denke jetzt an Insekten, Vögel und Wasserlebewesen vor allem. Ja. Ja gut, ich meine, die müssen alle ihr Futter zu sich nehmen und die haben kein Gewächshaus. Ja? Ich meine, wir haben zum Glück eins, aber das wird eingebaut, natürlich. Und da sind wir genau wieder bei den kleinen oder etwas größeren Partikeln. Die kleinen Partikel sind dann eben biomäßig aufnehmbar. Das heißt, sie fallen auf die Erde, sie sickern durch den Regen irgendwann tiefer, sie kommen an die Wurzeln nehmen das Zeug auf, bauen das mit ein in ihr Geflecht und schon hast du es mit dem Gemüse und sonst wo drin. Und dann isst du das, also Endlagerstätte Mensch, kann ich nur sagen. Ja? Und Tier natürlich. Also alles, was hier rumkreucht und fleucht, hat das Zeug nachher in sich. Ja? Das ist leider so. Nicht? Ich meine, radioaktiv verseuchte Leute, die muss man ja im Zinksarg dann beerdigen, ne? Oder auch chemisch stark verseuchte Leute, damit das dann nicht wieder, wenn sie sich zerlegen, dann ins Grundwasser kommt. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir bald auch alle in so einem Sarg landen müssen. Das ist natürlich jetzt mehr ein Gag. Ne? So schlimm ist es ja noch nicht, aber es ist schlimm genug. Nicht? Dadurch werden wir auf jeden Fall nicht gesünder, das ist schon mal klar.
Übrigens habe ich hier einen Arzt interviewt, schon 2005, glaube ich, in Oldenburg, Dr. Junge, der hat mir das bestätigt, vor Kamera, hatte ich auch mit auf meinem Kanal, dass er zunehmend, die meisten Ärzte mögen gar nichts dazu sagen, ja, der hat das aber gesagt, dass es also eben durch Chemtrails, also die und die bestimmten Krankheiten jetzt stark ansteigen und so weiter, er hat das auch untersucht und er hat sogar seine Patienten darauf hingewiesen, hat sogar einen Vortrag selber mal gehalten, also über den Zusammenhang von Chemtrails, Fallout und dem ganzen Zeug. Es gibt schon noch ein paar mutige Ärzte. Übrigens auch Dr. Klinghardt, der Spezialist für Schwermetall-Feinstoffausleitungen. Kann man sich im Fernsehen, im YouTube auch mal angucken. Superman, also der ist wirklich, hat gute Referenzen, der hält öfter Vorträge und der hat vor ungefähr einem Jahr hat er das endlich mal thematisiert, weil wir haben immer darauf gewartet, wann sagt er jetzt endlich mal was, woher das kommt. Da hat er dann eben auch mal die Flugzeuge eingeblendet und genau gesagt, wo es herkommt. Und hat auch gleich dabei gesagt, dass die Analysen, die sie machen lassen in den USA, dass da bestimmte chemische Institute, die überhaupt so kleine Dinger messen können, weil es kann jedes Analyseinstitut kann das auch einmal messen, wenn das sehr, sehr kleine Stoffe sind, angewiesen wurden von der Regierung, das nicht mehr zu tun. Punkt. Ja, interessant. Ja, man muss es natürlich verstecken, ist ja klar. Verstößt Geoengineering eigentlich auch gegen Umweltrecht? Was ist Ihnen dazu bekannt? Ja, natürlich, in jeglicher Hinsicht. Ich meine, es ist ja international klar und in jedem Land gibt es da Gesetze, ja, dass man die Natur zu schützen hat. Der Bürger macht es ja auch viel. Nicht? Ich meine, wenn man bedenkt, wir sind ja so gut erzogen, also viele, die bringen jeden Schnitzel in Papiercontainer und passen auf und trennen den Müll und was weiß ich alles. Ja. Fahren auch lieber Fahrrad, weil sie denken, gut, man schützt jetzt die Umwelt. Ist ja auch so, man schützt die Umwelt dadurch auch. Ja. Aber im anderen großen Maßstab wird das dann alles wieder im Hintern, sag ich mal, umgerissen, was der Bürger, der Gutwillige, selber macht. Und das sagt man ihm aber nicht. Ne? Das ist, ja, was soll man dazu sagen? Ja. Sie erwähnen in der totale Wetterkontrolle auch die UN-NMOD-Konvention. Was ist das? Welche Bedeutung hat das militärisch und zivil für den Umgang mit Geoengineering? Ja, das fing also damit an, das hat übrigens Russland beantragt, ja, und zwar schon im Jahr 1975. Hintergrund war also Vietnam-Korea-Krieg und so weiter, wo die Amerikaner ja massiv dieses Entlaubungsmittel Agent Orange ausgebracht haben. Wo wir übrigens auch, nicht wir, aber die Firma Böhringer in Hamburg eine unrühmliche Sache da gespielt hat. Und übrigens unser ehemaliger Bundespräsident, ne? War da auch beschäftigt. Ne? Der hat sogar mal eine Rede gehalten und hat da gesagt, bei der Rede, also an die Investoren da, wir brauchen uns keine Sorgen machen über unsere Gewinne, nicht? Also die USA nehmen nach wie vor also viel Agent Orange von uns ab, ne? So, das nochmal so nebenbei. Ja, das Zeug haben die ja ausgebracht, um das zu entlauben da alles, damit sie dann besser da die Vietcong da sehen konnten, ne? Und sie haben massiv Stoffe ausgebracht, die da also massiven Regen verursachten, damit der Vietcong dann abgesoffen ist bei den Nachschubwegen da. Das war eigentlich, also damals gab es noch keine Regelung für solche Dinge. Und dann hat Russland gesagt, ja nee, also wenn wir jetzt so anfangen mit dem Zeug, also die Umwelt jetzt als Waffe zu benutzen, da muss eine Konvention her. Und das ist die sogenannte NMOD-Konvention. Zu Deutsch heißt das, also oder was es bewirken soll, langanhaltende, großflächig wirkende Umweltbeeinträchtigungskriege im Grunde sind zu unterlassen. Da hat man dann ziemlich rumgestritten, hat sich dann zwar also 1977 geeinigt, da so ein Papier fertig zu machen, wo ganz verstohlen dann im Anhang 2, ja, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch einsehen kann, ich habe mir den gleich runtergezogen, ich habe den hier vorliegen, da steht dann drin, um was für Wirkungen es ging. Unter anderem steht da nämlich drin, Umsteuerung von Meeresströmungen, Beeinflussung von also den Dampfwasserflüssen, also jetzt oben, damit ist gemeint, also unterhalb der Ionosphäre, es ist ja so, laufen die Höhenwinde, die also Wassermassen transportieren, also wie der Amazonas, ja, und größer. Machen sich die Leute gar keine Vorstellung drüber. Also um das nicht beeinflussen zu dürfen eigentlich. Dann ist benannt Erregung von Erdbeben. Auslösung von Tsunamis. Also die ganze Palette, was wir an tollen Sachen auch schon erlebt haben, was wir in der Zeitung oft einmal sehen, ist eigentlich, also soll untersagt sein. Das ist dann aber abgeschwächt worden, 1977, weil die großen Staaten haben gesagt, naja, dann können wir halt nicht mehr so viel treiben, dann lass uns das mal ein bisschen abschwächen alles. Hm? Also das liegt mir alles vor hier, das kennt ja gar keiner. Die meisten Leute, was NMOD-Konvention, da gucken die nur und sagen, ey, was ist das denn? Hm? Und das wäre die Aufgabe der Presse, den Leuten das mal eben zu verklickern, was es hier für Sachen gibt,
Was aber dann übertreten wird, von welchen Staaten? Nein, da wird schön die Klappe gehalten. Ne? Da, das ist, da hätte ich ein Anliegen, wenn Sie Ihnen dieses Gesetz vorliegt, was es in den USA erlaubt, oder wenn Sie da den Link haben und dann zur NMUD-Konvention, dann kann man das beides mal nebeneinander legen. Das wäre sehr wichtig, weil wenn die USA, ich meine, ein völkerrechtlicher Vertrag, das kann man nachlesen, der Wiener Vertragsrechtskonvention, ist vom Rang rechtlich höher als ein Gesetz auf Bundesebene. Das heißt, wenn die USA das erlauben, hier ihre militärischen Versuche mit den Bürgern zu machen, dann ist das zwar nach einfachem US-Gesetz legal, aber dann ist diese UN-Enmod-Konvention vom Rang her höher. Und was die wiederum verbietet, insoweit dürfte man dieses Gesetz auf US-Ebene dann nicht anwenden. Dafür wäre das schon von erheblicher Bedeutung, das mal nebeneinander zu legen. Was bleibt denn von diesem Gesetz dann noch übrig? Ja, das ist ja der Punkt. Also ich kann einen Präzedenzfall ja nennen. Also wir haben ja im Jahr 2006, war das glaube ich, hatten wir ja so eine 300 Kilometer große Wolke, die als Regenwolke von den Wetterdiensten erkannt wurde, und die war 100 Kilometer breit. Das war ja ein ziemlich großes Teil. Das zog also jetzt über die Nordsee hier rein, über Niederlande, über Deutschland, richtig schön runter. Und die haben gemeldet, oh, Regen. Ja? Da waren die natürlich blamiert, es regnete nicht. Ne? Und Kachelmann hat dann noch so ein paar flapsige Sprüche losgelassen, und dann sind die richtig wütend geworden, und zwar vom Deutschen Wetterdienst und hier donnerwetter.de. Da können Sie mal auf die Seite gehen, donnerwetter.de. Die haben die Story, glaube ich, noch drauf. Die haben dann nachher sogar verklagt da. Ne? So. Und zwar, es kam dann heraus, dass das wohl Chef war zu Deutsch Düppel, und zwar Radarabwehrmittel. Das sind Glasfaserstäbchen oder Polymere, die ummantelt sind mit Aluminiumstäuben. Das braucht man, um das Radar zu täuschen. Ja? Wenn man das Zeug ausbringt und dann fliegen da Flugzeuge drin, dann erkennt man die Flugzeuge nicht mehr einzeln, sondern da ist so nur noch auf dem Radarschirm so eine Riesenwolke zu sehen. So, das Zeug ist verboten, seit 1998 überhaupt über der BRD auszubringen. Das ist verboten. Ja, es wird aber trotzdem gemacht. Was ist passiert? Die Bundeswehr stellte sich erstmal dumm. Ja, ja, ne, also wir können sowas gar nicht ausbringen, wir wissen auch nicht und bla, ja. So, dann habe ich hier den Grünen, das war mal eine gute Tat von den Grünen, oder beziehungsweise von einem einzigen bei den Grünen, der in dem Landtag saß, der hat dann eine offizielle Landtagsanfrage gestellt an die Bundeswehr. Da musste es ja dann ja richtig antworten. Ja, es kam dann dabei so in schwammigen Worten heraus, ja, das müssen dann wohl die Alliierten gewesen sein bei einer Übung und bla bla bla. Ja, so, ne? Aber angefasst worden ist deswegen auch keiner. Ist ja klar, trauen die sich auch nicht. Auch die EU fasst die USA nicht an. Die haben ja drinstehen, also jetzt zu HAARP, also der elektromagnetischen Variante der Wetterbeeinflussung oder des Klimakrieges, wenn man es mal knallhart sagt, ja, da steht ja drin, HAARP ist ein klimabeeinträchtigendes Waffensystem. Das steht da wörtlich drin in dem EU-Papier. Die Amerikaner sind gar nicht erst gekommen zu der Konferenz. Von der Duma, der UdSSR, waren welche dabei. Ja, schön. Ja? Also, sie kümmern sich einfach nicht drum. Sie sind halt die mächtigste Macht der Welt, ne, bis jetzt noch, ja, und dann können sie sich halt erlauben. So läuft das. Da kamen teilweise Düppel runter in Mengen über so ein Dorf, da ist wohl irgendwie so ein Störfall passiert bei dem Flugzeug oder bei den Flugzeugen. Das haben die dann da einkaufstaschenmäßig einsammeln müssen, den Mist. Und dann gab es, also damals war die Presse noch gar nicht so übel, wollen wir sagen. Das ist ja mal schlimmer geworden, die berichten heute ja fast gar nichts mehr. Damals haben sie immerhin noch berichtet, aha, Bundeswehr sagt, das ist ungefährlich. Jetzt lassen wir es doch mal untersuchen. Dann haben sie es untersuchen lassen. Ja, während das ausgebracht wird und dann bei dem Flattern nach unten wird das Zeug, aber zerbricht es auch teilweise, diese kleinen Stäbchen, und sind dann nachher eben lungengängig. Und schon haben wir dann ähnliche Effekte wie bei Asbest. Ja? So. Und das ist eben, das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Ne? Die sagen immer, ja, wir haben das untersucht und das Zeug ist groß genug. Also die Lunge wird damit fertig, das wird auch wieder raustransportiert, ja, aber die sagen dann nicht, dass das Zeug auch zerbricht, ne, auf dem Flügel teilweise. Also es ist immer Theorie und Praxis. Ich bin nun voll der Praktiker, deswegen beleuchte ich das immer von beiden Seiten. Ich wollte nochmal zu dem Thema Menschenrechte zurückkommen, weil selbst im Krieg gibt es ja diese Genfer und Haager Konventionen. Genau. Und nach den Haager Konventionen haben die Soldaten, die noch kampffähig sind, zumindest einen eingeschränkten Menschenrechtsschutz. Also in dem Sinne, man kann sie zwar töten, solange sie kampffähig sind, aber bestimmte Waffen, die sie unnötig leiden lassen, sind verboten. Genau. Und die nicht kampffähigen, die sind nach den verschiedenen Genfer Konventionen, soweit es irgendwie geht, praktisch den normalen Menschenrechte zu gewähren, vor allem den Zivilisten. Wenn da solche Waffen sind, die man
ja, die eine Wirkung haben, die man von Zivilisten nicht fernhalten kann. Das dürfte auch mit den Genfer Konventionen nicht vereinbar sein. Von daher würde ich, gerade wenn es Friedenszeiten sind, wenn die ihre Waffen in den USA ausprobieren wollen, würde ich mich auch fragen, ob dieses Gesetz, was Sie erwähnt haben, mit den Genfer Konventionen im Einklang ist, denn die haben ja keinen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ja, es steht ja auch ausdrücklich drin, an der eigenen Bevölkerung dürfen sie es. Es gibt aber auch Dinge, wo in den USA Sachen da drin stehen. Also eigentlich dürfen sie laut NMOD-Konvention ja dies und das nicht, aber jetzt kommt's, aber in Absprache mit den Verbündeten dann eben doch. Das heißt, wenn der Verbündete sagt, na gut, ihr könnt es bei uns auch machen, dann eben doch. Das schreiben die, das steht in dem Ding da drin, only supervisor in 2025. So, 1996. Also sie sagen es einem ja sogar, was dann in der Praxis passiert. Und unsere Parlamentarier, ich meine, im Ernst, also erstmal das Personal selber, das hat ja selbst Helmut Schmidt gesagt, ist schon ziemlich dürftig, ja. Und wenn man sich das anguckt, dass manchmal nur ein paar Leute drin sind, siehe 60 Leute ungefähr nur bei dem letzten Gesetz da zur Internetkontrolle und so weiter, ja, dann fragt man sich sowieso manchmal, lesen die sich überhaupt noch irgendwas durch, ja. Und so läuft das dann eben. Da wird dann irgendwann mit einem kleinen Kreis irgendwas bekackelt. Und ich bin ja nur selbst auch in der Politik gewesen, das ist selbst im Stadtrat so. Die meisten haben keine Ahnung, sind zu faul, sich die Papiere durchzulesen. Dann wird auf den Vorsitzenden geguckt, da von der eigenen Partei. Und dann, wenn der den Arm hebt, dann nehmen die auch den Arm. So läuft es doch. Das ist doch die Praxis. Und ich will jetzt nicht alle so verdammen. Es gibt natürlich Leute, die sind mühsam, gucken die sich alles an. Ich habe mich auch bemüht, das ganze Zeug da, den ganzen Papierkram durchzulesen. Man wird ja auch überfordert. Aber das ist es eben so. Die wissen manchmal teilweise gar nicht, was sie bestimmen. Ist ja auch schon bewiesen worden. Es gab ja mal Pressefragen so an Bundespolitiker, wo sie gesagt haben, um welche Summen geht es denn eigentlich, was sie hier entscheiden. Da haben die sich ja nicht nur um Zehnerpotenzen versehen, sondern auch teilweise um noch viel andere Potenzen. Also das Vertrauen schwindet da langsam bei mir. Ja, jetzt nochmal hier zu der, was Sie sagten richtigerweise, zu der internationalen Kriegskonvention, also wie mit Waffen und so weiter umzugehen ist. Ja, hat man sich denn dran gehalten? Das hat man sich im Ersten Weltkrieg schon nicht dran gehalten, im Zweiten Weltkrieg auch nicht dran gehalten. Und zwar hat sich meistens immer der nicht dran gehalten, der Mächtigere war. Weil der natürlich sich gesagt hat, naja, okay, wir gewinnen den Krieg sowieso, dann wird uns wohl keiner zur Rechenschaft ziehen können. Und genau so ist es ja. Ich meine, die Geschichte wird geschrieben vom Sieger und bestraft worden ist ein Sieger auch bisher noch nie. Das ist doch so. Ne? Und dann habe ich auch noch ein zweites Ding, was auch verboten ist. Ich meine, die Rheinwiesenlager hier. Ich meine, die Russen haben es auch schlimm getrieben mit unseren Gefangenen, ja. Aber in den Rheinwiesenlagern, das wissen auch die wenigsten Leute, sind 850.000 Zivilisten gemischt mit Militär und so weiter. Also offen in Gattern quasi gehalten worden, ja. Also in matschigem Wetter und sonst was. Das sind also 850.000, ich weiß nicht, von den, waren mehr als eine Million da drin. Sind also 850.000 allein an US-Lagern sind Leute verreckt, jämmerlich. Und auf, die Briten waren etwas harmloser. Die Franzosen, glaube ich, an die 150.000 so. Da gibt es auch ein Buch drüber, hat auch kein Deutscher geschrieben, sondern das hat also ein Kanadier geschrieben, über diese ganzen Dinge. Da hat man sich auch nicht dran gehalten. Das waren Zivilisten. Aber was haben die Amerikaner gemacht? Die haben die für Displaced Persons erklärt. Also, wenn das Displaced Persons sind, sind es ja keine Kriegsgefangenen. Also brauchen wir die Haager Konvention auch nicht anwenden. Weil nach Haager Konvention musst du die Leute ähnlich gut versorgen wie das eigene Militär, mit Trinkwasser und so weiter, mit Toilette und was es alles gibt. Aber Displaced Person? Egal. So hat man es gemacht. So läuft es dann in der Praxis. Das ist absolut ein Kriegsverbrechen. Die müssen alle vor ein Gericht. Ja? Oder hier Bush und ähnliche Leute, die da die Kriege losgebrochen haben hier im Irak. Jeder weiß jetzt, das waren vorgeschobene Gründe. Ja? Und ich meine, selbst wenn der Massenvernichtungssachen gehabt hätte, ja, ich meine, wer denn die meisten? Ne? Also von wegen Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen sind meines Erachtens eher so unsystematische Dinge, aber mit einem gewissen Vorsatz. Ich würde eher mich fragen, ob es nicht Verbrechen an der Menschlichkeit ist oder bei solchen hohen Zahlen. Also folgendes. Der General Patton, das kann man alles nachlesen. Der hat sich ja dann, wie der die Zustände dann gesehen hat, dafür eingesetzt, dass diese Zustände partiell verändert werden. Der hat es benannt. Der hat uns auch Sympathien fürs deutsche Volk gehabt. Er sagt, so viele nette Leute und so weiter, weil er mit den Leuten auch viel zu tun hatte. Das ist ja ein so hochstehendes kulturelles Volk, dass man sowas mit denen anrichtet. Was war denn dann anschließend die Wirkung? Der gute Mann war tot nach kurzer Zeit, ja, durch einen Unfall. Ne? So, weil er nämlich zu deutlich geworden ist. Und das war Absicht. Da kann ich, also lesen Sie sich das Buch mal durch, oder hier auch die Leute, die das jetzt hören, hier von James Beckhue schreibt er sich, James Beck spricht er sich aus, über die Vorgänge da in den Rheinwiesenlagern. Das ist alles belegt.
dass die quasi absichtlich verhungert werden lassen sind. Weil das internationale Rote Kreuz stand nämlich schon mit LKWs vorm Tor. Die haben die wieder nach Hause geschickt. So sah es aus. Das war Anweisung von, wer war da dran? Eisenhower, ne? Eisenhower, glaube ich. So, die sollten verrecken. Also, entschuldige bitte. Das sieht nicht gut aus, dass man sowas sagt. Das darf man auch in der BRD eigentlich gar nicht sagen. Ne? Weil das sind ja unsere Freunde, die uns befreit haben. Sie haben aber leider Gottes viele Leute vom Leben befreit. Übrigens auch die Flüchtlinge. Die Vertriebenen. Meine Eltern kommen ja auch aus dem Sudetenland. Also ich weiß, was da passiert ist. Ich habe hier so ein Weißbuch. Das ist damals noch unter Adenauer rausgegeben worden. Da steht drin, was in jedem Dorf passiert ist. Will ich jetzt gar nicht thematisieren. Aber gruselig. Ja? Abschlachtereien ohne Ende. Naja. Benedikt geredet und so, aber das ist ein Thema für vielleicht eine andere Sendung. Wir müssen das jetzt da nicht zu gruselig gestalten. Ich meine, das ist ein ganz krassen Gegensatz zu dem Grundgesetzartikel, den ich sehr liebe, der auf den amerikanischen Außenminister zurückgeht, wo das deutsche Volk sich bekennt zu unveräußerlichen, unverletzlichen Menschenrechten auf Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und Gerechtigkeit in der Welt. US-Außenminister James F. Burns, der wollte uns damals eine Verlinkung machen vom Grundgesetz zu Menschenrechten der UNO und uns nochmal extra auf den Frieden verpflichten über das Angriffskriegsverbot hinaus. Praktisch ein US-Außenminister macht sowas und gleichzeitig passiert das mit den Rheinwiesenlagern. Es ist ganz seltsam. Das ist doch vollkommen folgerichtig. Den Pseudo-Feind, also wir sind ja, ich meine, der Friedman hat es ja thematisiert von der Stratfor. Der hat ja gesagt, seit mehr als 100 Jahren ist es das einzige Bestreben der USA, Deutschland und Russland nicht zusammenkommen zu lassen. Weder wirtschaftlich noch irgendwie in einer anderen Form, politisch. So sieht's aus. Und dann kann man natürlich dem Feind, der kurz vorher noch war, das Grundgesetz ist wunderbar. Wenn wir uns alle dran halten würden, ja, wunderbar, also die Urform von 1949, ist ja mein Geburtsjahr. Was da drin rumgefuscht worden ist, da muss man sich auch mal angucken. Man muss sich mal so eine alte Version besorgen und mal die neue, dann wird einem ganz schlecht. Ja? Und das eine ist eben das geduldige Papier und das andere ist die Umsetzung. Und das ist ja das Dumme. Wenn wir jetzt alle so reife, liebe, tolle Menschen wären, würden wir uns ja auch alle gegenseitig nichts tun. Aber das Dumme ist ja, das deutsche Volk ist ja sowas von naiv. Ja? Die denken immer, okay, wenn das auf dem Papier steht, dann wird das wohl auch so gemacht. Es gibt ja Völker, die sind etwas misstrauisch, und das ist vielleicht auch ganz gesund, ja, dass sie das so ein bisschen hinterfragen. Sie sagen, naja, da steht da zwar, aber wir haben ja nur eine Erfahrung. Wenn dann aber die Presse über diese Sauereien, also diese offenen Verbrechen, also die dann stattgefunden haben und auch nachgewiesen sind, und wo sogar amerikanische Militärs darüber geschrieben haben, was für eine Sauereien getrieben worden sind mit uns hier, ja, das wird ja alles dann weichgespült und dann rosa-rot gewaschen. Dann ist der Durchschnittsbürger, der sich nicht damit geschicklich beschäftigt, natürlich auf dem Trip, dass er sagt, oh, die haben uns jetzt befreit vor dem fürchterlichen Regime hier. Ne? Und das ist, ja, wer sich mit der Geschichte nicht beschäftigt, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu durchleben. Den Satz gibt's ja. Und das ist leider so. Das ist traurig. Und wer interessiert sich für Geschichte? Habe ich ehrlich gesagt früher auch nicht gemacht, weil das war sowas von langweilig, wie die uns das dargeboten haben in der Schule. Da hatte man auch gar keine Lust zu. Nur Zahlen auswendig gelernt und so ein Kram. Ne? Aber die richtigen Sachen haben sie uns nicht beigebracht. Da bin ich erst Jahre später hintergekommen, was sich alles abspielt hier. Ne? Ja. Möchte nochmal zum Thema Geoengineering nochmal stärker zurückkommen. Sie schreiben in eine totale Wetterkontrolle auch, dass es 2005 einen Versuch gegeben hat zur Legalisierung des Geoengineering, dass der Energiekonzern Enron dabei von Bedeutung sei. Was wollte man da genau legalisieren und was hat Enron damit zu tun? Ja, Enron hat natürlich eine Abteilung, die das kommerziell eben vermarktet, ne? Also anbietet. Wie heißt denn die Firma noch? Evergreen. Evergreen ist also ein, man muss schon sagen, also Flugzeugkonzern ist übertrieben. Die bauen die Flugzeuge nicht, die kaufen sich die riesen Flugzeuge, bieten die teilweise an für als Löschflugzeuge, haben aber auch früher, die haben den Laden dicht gemacht, nicht? Die haben sich jetzt umbenannt, hatten aber auch dann drin stehen, also jetzt Wetterkontrollgeschichten zu machen. Ne? Also die können mit dem einen und dem gleichen Flugzeug natürlich sehr vieles machen. So, und Enron selber ist natürlich auch wirtschaftlich daran interessiert gewesen, also jetzt in dem Wettergeschäft mitzuspielen. Wohlgemerkt, ich sagte ja vorhin schon, also das gibt's schon sehr lange, diese ganz normale Sache hier mit Silberjudi zu betreiben. In Deutschland wird das ja in ganz kleinem Maßstab nur betrieben, also die Firmen wie BMW und Daimler und was weiß ich, die beauftragen auch so kleine Flugzeuge. Wenn da ein Hagelsturm am Gange ist, dann müssen die da vorher aufsteigen, da Silberjudi streuen, damit das Zeug nicht mit so dicken Klumpen runterkommt, sondern mindestens kleiner,
Oder wenn sie Glück haben, sogar nur als Regen, ja? Weil sonst die Autos verbeult sind. Oder hier die Weinleute da in den Weingegenden, die beauftragen auch öfter solche Flugzeuge, um zu sagen, die hauen uns ja sonst die ganzen Reben kaputt. Ne? So, aber in den USA wird das ja großflächig, also massiv schon, also seit Jahrzehnten angewandt. Und das ist ein richtiger Markt. Das kostet ja auch richtig Geld, bei diesen Flächen, die da haben. Ne? Ja, und da sagt sich natürlich ein Konzern, so, das ist ein gutes Geschäft, ne? Da steigen wir ein. Und wie gesagt, General Electric war da ganz früh dabei, Enron auch. Das ist erstmal das Interesse des Konzerns. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, wir müssen das mal irgendwie regeln. Jetzt jeder fuscht jetzt hier rum, ja, mit Wettergeschichten. Und das hat ja sogar dazu geführt, also das ist ja rausgekommen hier in China. Die murksen da ja auch unheimlich mit rum. Die schießen teilweise ja auch diese Stoffe hoch mit Kanonen, ja. Und so. Und der eine Kanton hat dann teilweise schon geklagt gegen den anderen und gesagt, die nehmen uns jetzt den Regen weg, bei uns kommt gar nichts mehr an. Ja? Das ist natürlich auch die Sache, was ja auch die Bundeswehr dann thematisiert hat. Die Studie habe ich ja auch in meiner Broschüre da kurz erwähnt und auch kommentiert. Da sagt ja auch die Bundeswehr, natürlich ist das ein Potenzial, was zu Kriegen führen kann. Wenn jetzt ein Land denen dann das Wasser wegnimmt, hat es früher zwar auch schon gegeben, wenn einer Staudamm hat und er macht ihn dicht und verteilt das Wasser im eigenen Land und da hinten kommt nichts mehr an, das kann ein Kriegsgrund sein. Ne? Und heute machen sie es, oder können sie es zusätzlich eben dann auch noch so machen, dass sie sagen, okay, wir lassen jetzt hier abregnen über Europa und hinten in Iran kommt nichts mehr an. Ahmadinejad hat das zweimal vor der internationalen Weltpresse, hat er eine Beschwerde gemacht. Er hat gesagt, hier, Europa lässt abregnen, die wollen uns ja austrocknen. Ja? Und das ist nicht das Einzige. Kuba hat sich schon beschwert und alle möglichen Länder. Puerto Rico, glaube ich, bei Puerto Rico sogar wegen Genozid haben sie sich beschwert, weil da Sachen ausgesprüht worden sind. Aber das landet eben nicht in der breiten Presse, in der Massenpresse. Ne? Und wenn man ein bisschen besser informiert ist und seine Kontakte hat, dann erfährt man das. In den regionalen Zeitungen da vor Ort, in den Ländern, da steht das auch drin. Ne? Und oder Indien hat ja geschrieben nach dem Tsunami, zwei Tage nach dem Tsunami. War dieser Tsunami menschgemacht, wollte uns eine große Nation zeigen, zu was sie wirklich fähig ist. Unsere Marine ist aufgefordert zu klären, was das wirklich war. So, Punkt. Ja. Dann stand hier in irgendeiner Zeitung. Und weil dann horchen Leute schon auf und sagen, was ist denn da passiert? Ne? Und Haiti und so weiter. Also da sind ja viele Sachen passiert. China auch. Ne? Was wollte man denn da legalisieren damals? Bitte? Was ist Ihnen bekannt? Was wollte man da legalisieren? Moment. 2005 bei diesem Gesetzentwurf. Ach so, ja. Man wollte es regeln. Man wollte sagen, okay, ihr müsst jetzt, wenn ihr da am regelt, jeder konnte da losfliegen und sagen, jetzt sprühe ich da irgendwas aus. Ja? Und dann sollten die sich anmelden und sagen, so, wir haben jetzt das und das vor und dann sollte da irgendjemand das genehmigen und so weiter. Eine gewisse Regulation herbeiführen. Ja? Das wäre ja was Positiveres zumindest gewesen. Aber es ist nicht dazu gekommen. Das ist irgendwann im Sande verlaufen, das ganze Ding. Ja. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen wäre. Auch bekannter geworden, dass es überhaupt das so viel schon stattfindet. Weil dann wurde das plötzlich diskutiert und das ist auch wichtig, dass es diskutiert wird. Aber man ist dann nicht zu so einer Regulierung gekommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben Lobbygruppen ordentlich geschoben und gesagt, nee, lieber machen wir das so ohne Regulierung. Ja. Keine Ahnung. Weil das ist ja bei vielen Sachen so. Ich meine, hier Trinkwasserschutzlinie haben wir damals bei Greenpeace durchgesetzt, dass also Pestizide absolut null im Trinkwasser zu suchen haben. Ist auch durchgegangen, ne? Weil viele Leute auch protestiert haben und so, sonst wäre das gar nicht durchgegangen. Das versucht man natürlich auch wieder aufzuweichen. Ne? Da sind ja immer verschiedene Interessengruppen hinter. Ne? Also das war eigentlich der Ansatz, war vielleicht nicht der verkehrteste. Ne? Kannst du nicht sagen. Ja, dann erwähnen Sie einen Gesetzentwurf, Space Preservation Act, damals eingebracht vom US-Abgeordneten Dennis Kucinich. Was ist, hat der beinhaltet und was ist daraus geworden? Hallo? Ja. War eben weg, ne? Ja, Entschuldigung. Ich frage nochmal. Sie erwähnen in die totale Wetterkontrolle. Erwähnen Sie einen Gesetzentwurf namens Space Preservation Act, eingebracht von US-Abgeordneten Dennis Kucinich. Was ist daraus geworden und was hat der beinhaltet? Ja, da war eine ganze Reihe drin. Da ging es also nicht nur jetzt um Aerosol-Ausbringungen. Es wurde aber benannt, richtig, mit dem Wort Chemtrails übrigens. Der ist ja immer ein mehrfacher Präsidentschaftsvoranwärter gewesen. Ne? Der Mann, der ist ja nicht dumm. Da war unter anderem auch drin, also jetzt geophysikalische Waffensysteme.
Dann waren auch Mind Control drin, also was man eben auch machen kann mit elektromagnetischen Antennengeschichten, ja, nicht nur mit den Antennen, sondern mit der Elektronik dahinter. Also sprich Harp, Woodpecker und diese ganzen Dinger. Also großflächige mentale Beeinflussung von Menschen. Ja, dann eben auch so chemische Geschichten. Also im Prinzip jede Menge an Kriegswaffentechniken, die dann nicht nur heute auf dem Schlachtfeld stattfinden, weil das ist ja weitestgehend schon reguliert, sondern was auch eben das nächste Space Preservation Act, was jetzt eben in der Luft und auch ganz hoch in der Luft, was man dann eben Space nennt, also oberhalb, also Satellitenebene, ja, angewendet wird. Und deswegen war das auch ganz wichtig, da gibt es übrigens auch von Kanada so ein Ding, so ein Space Preservation Act. Gut, also rausgekommen ist Folgendes, 2001 ist es eingebracht worden in den Senat, ist aber leider gescheitert, zu wenige zugestimmt, wäre ganz wichtig gewesen. Er hat es nochmal versucht 2002, da hat man aber ziemlich einen Druck auf ihn ausgeübt, dann stand Chemtrails schon nicht mehr drin, ja? Ist aber auch nicht durchgegangen. Daraufhin hat dann ein Dr. Castle, der ist Polymerchemiker, der also sich da schon früh aufgeregt hat über die Polymere da in der Luft und die Metalle und den ganzen Mist. Und der hat ja auch ein Institut gehabt, also der wusste schon, wovon er redet. Der hat dann nochmal versucht, 2003 ein Space Preservation Act einzubringen, auch unter Benennung wieder mit Chemtrails dabei und andere Stoffe auch natürlich. Und hat dann, da waren die schon so, ich sag mal so, vorsichtig geworden, also die Abgeordneten, dass er gar keine Leute mehr gefunden hat, die es einbringen wollten. Und dann hat er noch einen Versuch gemacht, 2005 auch wieder gescheitert. Also das ist, ich kann nur sagen, also wie wir jetzt bei der EU waren 2013, da hat ja quasi ein sehr netter Herr, der quasi ein Italiener, der früher auch im Europäischen Parlament war und eine Dame aus einem der Oststaaten, eine ziemlich linke war das, die haben uns ja ermöglicht, das vorzubringen. Wir haben da diesen Film vorgespielt, What in the World Are You Spraying, von dem Amerikaner, der war auch persönlich zugegen, ich war auch mit dabei. Wir waren 48 Leute aus 16 Nationen. So. Am nächsten Tag durften wir dann das reklamieren, was wir da nicht gut finden. Und daraufhin hat ja der Grüne das da indirekt bestätigt, indem er gesagt hat, ja, das Militär ist auch interessiert an diesen Dingen und er findet das auch gut, dass wir uns dagegen einsetzen und so weiter und so fort. Und er hat ja wörtlich dann auch gesagt, also das war Werner Schulz hier von den Grünen, der Himmel wird ja in gewisser Weise ja bereits verarbeitet. Man spricht ja nicht nur über Versuche und so weiter. Also der hat ja indirekt bestätigt. Ne? Der hat natürlich, glaube ich, intern einen auf den Deckel gekriegt, dass er das gesagt hat, weil ich glaube nicht, dass er gemerkt hat, dass ich das aufgenommen habe und ins Internet gestellt habe. Ne? Das hat ihm bestimmt Schwierigkeiten gemacht, aber was hilft's? Ne? Bin ich jetzt an der Frage vorbei oder wie war die Frage noch schnell? Es ging um den Space Preservation Act. Und ja gut, dann habe ich das ja halbwegs beantwortet, denke ich. Ja, kleinen Moment. Ich würde gerne noch darauf kommen, was es bisher so am Meilenstein für die öffentliche Bewusstseinsbildung gegeben hat. Und danach würde ich noch gerne auf Harp eingehen. Was auf Ihrem Kanal ja auch zu sehen ist, es hat ja mehrere Anhörungen bei der Bezirksregierung, also County Shasta im Süden Kaliforniens gegeben. Und das haben in Deutsch, im englischen Original und auch in deutscher Übersetzung sich ja wirklich sehr viele Menschen angeschaut. Ja, ich habe es auch in Deutsch draufgesetzt. Ja. Und da habe ich dem auch entnommen, dass zwei Bundesstaaten, ich meine, es wären Hawaii und New York gewesen, die Aerosolausbringung verboten haben, dass das aber praktisch jetzt nur ein Zeichen gesetzt hat, weil Bundesrecht es dann doch wieder erlauben würde. Genau. Also da ist in den USA, das haben jede Menge Städte haben sich auch beschwert und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Konnten aber, wie Sie schon sagen, das nur symbolisch machen, weil nicht nur um Chemtrails ging es da, sondern die werden ja richtig mit Insektiziden da besprüht. Da fragt man sich, was ist da denn los? Dann sagt die Bundesregierung, ja, wir wollen jetzt bestimmte Viecher hier vernichten und da werden die gar nicht gefragt, die Leute, ja. Da fliegen dann einfach die Flügel drüber, das ist überhaupt nicht bekannt, ja. Und dann hauen die denen da Insektenvernichtungsmittel auf den Kopf. Das ist total irre. Und die beschweren sich da, aber haben keine Chance. Das ist total verrückt. Und dieses Gesetz, was Sie erwähnt haben, was das ja erlaubt, ist doch nur Versuche für militärischen Bereich. Und wenn die Insektenplagen bekämpfen wollen, dann ist das doch nichts Militärisches. Da stellt sich die Frage, haben die überhaupt eine Rechtsgrundlage? Also ich habe den Eindruck, die machen einfach. Das ist,
Es ist irre. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Gesetz jetzt zuständig ist für diese Insektizidbesprühung da. Ich weiß nur, dass jede Menge Städte sich da beschwert haben und Counties und so weiter haben gesagt, das hat zu unterbleiben, wir wollen das nicht und so weiter. Das wird einfach nicht, wird negiert. Das interessiert ihn nicht. Das wird einfach gemacht. Fragen Sie mich nicht, warum. Sie tun es einfach. Arroganz der Macht, oder wie soll man das nennen? Ja. Ich meine, übrigens hat hier Peter Sloterdijk, hat ja auch ein kleines Büchlein geschrieben, Luftbeben heißt das, an den Quellen des Terrors. Interessantes Ding. Nicht? Also er erwähnt da auch eben, ne? Also hier auch diese Air Force Studio und so weiter und bestätigt eben auch, dass der Kram stattfindet und so. Ich meine, das ist auch ein bekannter Mann. Ne? Habe ich jetzt gerade mal hier zwischendurch in der Hand gehabt. Ja, gut. Hat es sonst politisch noch weitere vergleichbar große Zeichen gegeben, wie im Europaparlament oder wie in Shasta? Ja, also es gab eine Italien-Konferenz von einer sehr guten, also die war da auch mit dabei, die ist da ziemlich rege, ist eine Deutsche, Frau Heibel. Die haben es ja fertig gebracht, die haben also den Fabio Mini da sogar dazu gebracht, dass er da auf der Konferenz gesprochen hat. Und der war ja NATO-Oberbefehlshaber, habe ich ja auch in meiner Broschüre mit erwähnt. Der hat früher schon mal in einem Artikel geschrieben, nicht, Leute, ihr müsst nicht glauben, dass heutige Erdbeben alle natürlich sind. Die kann man schon lange machen. Und hat das auch begründet, wie man die macht. Ja? Da ist er natürlich vollkommen dann daneben gelandet. Das sollte er bestimmt nicht sagen, aber der ist eben so forsch und hat es gesagt. Ja? Und der hat sich da auch hingesetzt und hat auch bestätigt, also das fand er auch nicht gut, also die Geschichten, die hier mit der Aerosolausbringung laufen. Er hat auch bestätigt, dass die diese Dinge im Kriegseinsatz schon auch gemacht haben, also jetzt Regen erzeugt und auch Regen verhindert und all sowas. Das ist, glaube ich, auf Seite 62, also hier von meiner Broschüre da. Oder Dissidenten da oben, da steht er hier, General Fabio Mini. Also ein mutiger Mann, der ist jetzt, ich weiß nicht, ob der schon im Ruhestand ist, aber der sagt es einfach. Also in Italien ist sowieso, die sind da mutiger. Nicht? Also der uns da empfangen hat, ach ja, der hatte früher auch schon mal einen Film vorgespielt über die seltsamen Vorgänge da mit den Twin Towers und so weiter, ne? Also 9-11. Und zwar der Film heißt, ein italienischer Film, den er wohl auch mit gesponsert hat, Zero, also Zero, geschrieben, hat dann auch den Parlamentariern das vor ein paar Jahren schon vorgespielt. Und dann sagte er bei unserem Sektempfang, da wo wir da waren, ihr müsst euch nicht wundern, wenn jetzt nicht viele Journalisten da sind und auch nicht viele Parlamentarier. Weil dieses Thema ist gefährlich für die Parlamentarier. Ja? So. Und der wird ja nicht schon gewusst haben, warum er das sagt. Ne? Und es war dann auch prompt so, also Presse hat sich nicht viel blicken lassen und Parlamentarier haben sich auch nicht ganz viele blicken lassen, weil was sie nicht wissen, dafür sind sie nicht in Haftung zu nehmen nachher. Es ist leider so. Man kann sich da ziemlich abstrampeln, war trotzdem ein Erfolg, dass wir überhaupt vorgelassen wurden. Das war ja immer ein Und ja gut, wir haben jetzt ein paar Demos gemacht in Berlin. Es gibt ja so eine internationale Geschichte, wo Demos zum selben Zeitpunkt dann international stattfinden. Da haben wir uns halt auch mit dran beteiligt. Und ja gut, und es gibt punktuell immer wieder Initiativen, auch jetzt wo vor Städten sowas mal vorgebracht wird. Aber es ist eben, ja, graswurzelmäßig noch. Ne? Also kaum ein Politiker will sich an diesen Dingen die Finger verbrennen. Wir haben da genug Anläufe gestartet. Ich habe auch Herrn Trittin schon vor, ach, wie lange ist das ja, 15 Jahre oder, also weiß ich nicht, angesprochen. Sowohl zu Hab, auch aus zu den Gefahren, was man mit diesen Waffen hier machen kann. Ja? Auch Gefährdung von AKWs und so weiter. Ne? Aber ja gut, ich habe danach nochmal nachgehakt, ja, er hätte das der Strahlenschutzkommission gegeben, meine Unterlagen. Ja, da liegen sie wahrscheinlich heute noch. Ne? Also man hat eben das nicht bearbeitet. Zumindest hat man nichts gesagt, was sie damit gemacht haben. Ne? Tja, vielleicht muss man Politiker manchmal direkt konkrete Vorschläge machen, welche Wirkung es haben sollte, wie man Gesetze ändert oder am besten selber direkt einen Gesetzentwurf formulieren, damit sie wissen, wie man es verbessert. Also da, ich meine, wenn wir jetzt bundesrepublikanisch drüber reden, ne, da wird es sehr politisch. Ne? Ich meine, das müsste ja allgemein bekannt sein, dass wir hier immer noch Besatzungskosten bezahlen und dass die USA hier ihre Drohnen auch quasi steuern, wo ja auch keiner was gegen sagt und wo es ja auch wohl so aussieht, dass wir da gar nicht viel gegen sagen können. Ich will das jetzt nur mal so andeuten. Wir sind ja nun nicht, ich meine, das hat ja Schäuble gesagt vor internationalen Bankern, dass wir keinen Zeitpunkt seit 1945 wirklich souverän waren. Also mehr will ich da gar nicht zu sagen. Ne? Und das haben, also das, das,
dann ist es natürlich sehr schwer. Wir können ja gerne ein Gesetz machen, bloß wenn die Vorbehaltsrechte haben, ja, die Amerikaner speziell, dann können wir gerne ein Gesetz machen, bloß ob sich einer dran hält. Aber es wäre schon viel wert, wenn es wenigstens so ein Gesetz gäbe, da gebe ich Ihnen schon recht. Dann wär's mal transparent, wo, an ja. welchen Stellen man gesetzgeberisch was machen kann. Ja. Und wer da meint, es besser zu wissen, der müsste dann erstmal was Besseres bringen. Ja, aber ich kann Ihnen nur aus der Praxis sagen, wir haben das versucht, natürlich haben wir das versucht, mehrfach. Ja? Es findet sich keiner, der in Amt und Würden ist, ja, weil anscheinend der Fressnapf da etwas näher ist. Das sind ja nur Leute wie Willy Wimmer. Ich meine, Willy Wimmer ist, nachdem er dann raus war, ich glaube, der ist sogar noch in der CDU, ne? Aber jedenfalls nicht mehr so direkt eingebunden ist und sich der Verantwortung auch bewusst ist, was da passiert ist. Der hat ja auch offenbart, was hier geplant war damals in der Krisenzeit, in einem Kalten Krieg, wo wir ja Westdeutsche gegen Ostdeutsche hätten kämpfen sollen. Ne? Dass man hier dann quasi quer durch die Bundesrepublik so Atombomben hingepackt hat schon mal, die man im richtigen Moment dann gezündet hätte. Ja, dann wäre es auch egal gewesen für uns. Das sind ja Dinge, die... Das traut sich keiner zu sagen. Und das hat er auch nicht gesagt, wie er da noch verantwortlich war. Das sagen die dann immer ein Jahrzehnt später oder noch später. Deswegen, es passieren hier Dinge, auch heutzutage. Wir haben ja Waffensysteme heute, ich meine, das können wir heute nicht mehr behandeln alles. Die sind sowas von irre. Das darf die Bevölkerung auch gar nicht wissen. Weil wenn sie das wüsste, dann würde sie bestimmt auf der Straße stehen, stelle ich mir mal vor. Ja. Ja, zum Thema Waffensysteme, da würde ich jetzt gerne zu Harp kommen. Und zwar... wofür ist HAARP da? Geht es darum, Radar und Elektronik zu beeinflussen oder menschliches Bewusstsein oder gar Wetter und Erdbeben? Also, derjenige, der die Patente dazu gemacht hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich habe schon ein bisschen Namensgedächtnis, Schwierigkeiten, ist egal. Jedenfalls, der hat es ja bestätigt, ja, was man da alles mitmachen kann. Ja? Also offiziell zugegeben wird Folgendes. Es wäre ja eine Anlage zur Erforschung der Ionosphäre, also um jetzt die schönen Lichterscheinungen, die wir also auch über Norwegen und so weiter haben, zu erforschen. So. Sie geben zu, dass sie dreidimensionale Gefechtsfeldbeobachtungen mit dem Ding machen können, egal bei welchem Wetter. Also computergestützt wissen sie, egal ob es dunkel ist, ob es Nebel ist oder sonst was, wissen sie genau, wie war was wo ist. Sie können sehr weit ins Feindesland hineingucken. Sie können, übrigens bezahlt wird der Laden zu großem Teil eben von der US Air Force und von der Navy, das wird ja immer so als private Veranstaltung da deklariert. Ist ja letztes Jahr wohl stillgelegt worden, angeblich. Ja. Wir wissen nicht genau, arbeitet der Laden noch. Die brauchen ihn aber auch gar nicht mehr. Es gibt genug andere Anlagen, die viel größer sind. Also nur mal als Beispiel, die Habanlage hat 360 Kreuzdipolantennen. Was Europa gerade am Bauen ist, hat 50.000. Dagegen ist das ein Witz, die Habanlage. So, aber jetzt mal weiter, was Sie sonst noch machen können. Also Erdtomographie können Sie machen. Sie können also ganz tief in der Erde reingucken. Sowohl, ob da jetzt ein Bunker ist oder ob da jetzt Erdöl liegt oder was da überhaupt liegt. Ja. Können Sie aufgrund der Schwingungen dann also als Reflexion feststellen. Was können Sie noch machen? Das sind so die zugegebenen Sachen. Ja, Sie können Erdbebenerzeugung machen, ganz klar. Die Russen können das genau so, wahrscheinlich sogar noch viel besser, weil sie sind ja schon viel früher angefangen. In den 60er Jahren hat damals schon hier der Chef gesagt, wir haben jetzt, also unsere Wissenschaftler haben jetzt eine Waffe in der Hand, die so gewaltig und so gefährlich ist, dass wir unheimlich vorsichtig damit sein müssen, weil wir sonst damit auf einen Schlag jegliches Leben auf der Erde vernichten können. So, das hat er gesagt. Und die haben dann auch versucht, also sowas irgendwie zu regulieren. Die Amerikaner, die wussten erst gar nicht, wovon redet der da überhaupt. Ja? Und die haben dann so ein paar Versuche halt gemacht, um den Amerikanern mal eben darzustellen, was es ist. Die haben also Atom-U-Boote versenkt, sie haben also eine von den Space Shuttles abgeschossen. Und das ist nicht von mir, das bestätigt also hier Lieutenant Colonel Bearden, der Skalarwellen-Spezialist der Amerikaner. Da gibt es lange Abhandlungen, gibt es auch ein Buch drüber, das heißt Faire Longs. Ich werde demnächst in Deutsch da einiges bringen. Ich hatte schon mal eine Rede von ihm veröffentlicht auf YouTube, das war dann mir aber verboten, weil ich hatte also eine CD-ROM oder beziehungsweise eine DVD von ihm, wo er da wohl vom Militär erzählt hat, und zwar 2 Jahre nach Tschernobyl, was wirklich in Tschernobyl passiert ist. Das müssen wir jetzt nicht auswalzen, aber das war einfach, es war ein Strahlenkrieg zwischen den beiden. Das klingt jetzt sehr komisch, aber das ist so. Die meisten Leute denken ja, es gibt nur Star Wars im Fernsehen oder im Kino,
Aber ich bin zum Beispiel eingeladen worden im Jahr 2000 schon, ich lese das mal Ihnen vor, Directed Energy Weapons. Ne, 2010 war das, 2010. Und da waren dann alle möglichen Wissenschaftler aufgeführt, auch aus Deutschland, die sich damit beschäftigen und die auch solche Waffensysteme dann quasi vermarkten. Also jetzt nicht die Wissenschaftler, sondern die Firmen darunter. Ja. Habe ich ja alles vorliegen. Aber das müsste man vielleicht dann nochmal extra thematisieren, weil das ist zu weitreichend jetzt. Ja, gut, jetzt Mind Control. Natürlich kann man das damit machen. Man kann ja, also im Grunde kann man ja mit jedem Sender Leute beeinflussen. Ja? Entweder absichtlich oder unabsichtlich. Ich meine, das Handy ist ja auch ein hübscher Sender, der also eben bestimmte Sachen macht, die uns nicht gerade gesünder machen. Wenn man die Wellen jetzt bestimmt in einer bestimmten Frequenz moduliert, die nahe der mentalen Frequenzen kommt. Das heißt, es ist ja so, dass die niedrigen Frequenzen von 10 bis 30 Hertz, die so sehr entscheidend sind für unser Agieren hier, wenn sie die Frequenz hochfahren, wird man nervöser, aktiver, aggressiver. Wenn sie die Frequenz runterfahren, dann werden sie immer ruhiger bis zum Schlafzustand. Damit kann man arbeiten. Damit haben die auch im Krieg schon gearbeitet. Die Leute haben sich ja gewundert, wieso im Irakkrieg die aus den Bunkern rauskamen. Übrigens, Deutsche haben da super Bunker gebaut und die kamen einfach raus und haben sich ergeben und denen fast die Füße geküsst, den Amerikanern. So, da haben die solche Systeme eingesetzt. Um die Leute quasi, das war ja vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Gut, dann kann man Leute auch so stilllegen. Im Krieg, ja. Man hat auch, das kann ich jetzt so nicht beweisen, da habe ich jetzt keine direkten Dokumente vorliegen, aber es hat Beobachtungen gegeben, dass in Afrika, wo die sich da sowieso schon abgeschlachtet haben gegenseitig, sind Hubschrauber gesichtet worden mit Antennen, großen Antennen dran. Und wo die dann da am Fliegen waren, sind die Leute noch nervöser geworden, will ich mal sagen. Das kann ich jetzt aber nicht so beweisen. Das berichte ich nur so von Leuten, die ja was zu gesagt haben. Also da sind eine Menge Sachen möglich. Die Russen haben ja teilweise sowas, konnte man sich sogar im Fernsehen angucken. Da gab es mal so eine Doku, ich glaube im ZDF, was die damals schon für Versuche gemacht haben, so mit diesen Mind-Control-Geschichten. Die Amerikaner hatten ja ein MK-Ultra-Projekt laufen. Braucht man nur MK-Ultra mal eingeben auf YouTube. Da gibt es auch einen guten Film. Programmierte Attentäter hieß der. Super Film, 35 Minuten oder so. Ich hatte den bei mir auch auf dem Kanal, aber den findet man bestimmt noch. Da haben die dargestellt, wie sie die Leute quasi dazu gebracht haben, also teilweise von sehr jungen Leuten her schon, dann nachher eingesetzt zu werden zu programmierten Attentätern. Und das Wort programmierte sagt ja schon einiges. Und man kann das natürlich chemisch machen, man kann Leute durch chemische Stoffe dazu bringen, dass sie bestimmte Dinge besser können oder schlechter. Ne? Und das können sie aber auch durch Strahlen machen. Das heißt, die Information, die man jetzt durch die Chemie in den Körper einbringt, wirkt genauso wie die Information, die man durch Wellen in den Körper hineinbringt. Entscheidend für das menschliche Agieren ist nur die Information, die da eingebracht wird. Und das klingt jetzt für den Laien vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist tatsächlich so. Man kann da heute ziemlich viel machen. Ja. Also, und deswegen erklärt sich auch manches, was so mit Attentätern passiert, dass man sagt, ja, sehr komisch, wieso erschießt er sich immer anschließend? Die werden dann in der Regel, also in diesem MK-Ultra-Ding, das ist wirklich sehr interessant, wo man sich da mal mit auseinandersetzt. Es gibt auch eine Rede von einer Casey O'Brien, die dann wieder reprogrammiert wurde hier von einem Mark Phillips, der beim CIA war, weil er sie eben mochte. Ja? Hochinteressante Sachen. Es gibt auch ein Buch über diesen ganzen Mist, der da gelaufen ist. The Transformation of America gibt es auch in Deutsch, die Transformation Amerika. Da geht es auch ein bisschen um diese ganzen Dinge da. Gut, weites Gebiet, aber das sprengt den Rahmen jetzt hier. Transformation Amerikas, da ging es ja um Casey O'Brien, die war ja in dem MK-Ultra-Projekt namens Monarch, wo es um Trauma-basiertes, ja. Also die schwere Gewalterfahrung, ob es nun Vergewaltigung ja. oder Folter ist, schwere Gewalterfahrung, einzelne Persönlichkeitsanteile abspalten, um das erstmal wegzuschieben, wenn man es nicht sofort verarbeiten kann. Und das hat man dann zur Programmierung benutzt, mit bestimmten Reizen bestimmte Persönlichkeitsanteile hervorzuholen. Ja. Möglicherweise kann ich mir vorstellen, macht man das auch, um solche Gewalttäter zu züchten, so wie man Casey O'Brien dann für andere Zwecke benutzt hat. Ja, ja, die wurde als Drogenkurier und sowas eingesetzt, aber auch als Das wird ja genau beschrieben, sogar mit Namensnennung von Hohen Cheney und wer da alles dabei war. Ja, Präsidentenmodell hat man es genannt. Ranghohe Politiker, die dann sich und mehr oder weniger wehrlos gemachten Leuten dann vergehen sollten, damit man sie erpressbar machen kann. Genau. Also gut.
Also da steige ich jetzt nicht zu tief ein, das verwirrt die Leute wahrscheinlich zu viel jetzt. Ja, also was mir auffällt, ist, dass Casey O'Brien eben relativ Detailliertes beschreibt und dass auch bei der Werbung vom Mosquito Verlag, die auch die Auffassung vertreten, dass ihrer Auffassung nach sie es für authentisch halten. Sonst hätten wir das Buch auch nicht auf Deutsch rausgegeben, denke ich. Ja, es ist ja auch noch dieser Mark Phillips dabei. Eben, wie gesagt, der ist ja quasi mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob er direkt Programmierer war, aber der war ja mit in diese Sachen involviert. Also in diesen kennengelernt in Oslo, dieser habe ich übrigens eine halbe Stunde mal übersetzt, müsste irgendwo auch noch im Netz zu finden sein, das haben andere nämlich übernommen, der ist Barry Trower, also Trower schreibt er sich, der war beim MI5 und hat an diesem Ding gearbeitet, hochinteressant, also selbst diese halbe Stunde ist schon hochinteressant, ich habe in Oslo noch zwei Vorträge von ihm mitgeschnitten, muss ich bloß noch mal übersetzen, aber ich habe zu wenig Zeit, ich habe jetzt so viel zu tun, super, der ist jetzt schon ein alter Mann, aber der will jetzt wieder was gut machen, was sie damals ja angerichtet haben. Wenn ich gesagt, bevor, ja, Entschuldigung. Hm? Nein, sagen Sie, reden Sie bitte zuerst was. Ja, er hat quasi gesagt, mehr oder weniger, also bevor er vor den Schöpfer tritt, möchte er wieder was gut machen. Und deswegen plaudert er jetzt Dinge aus. Er weiß auch, dass er sich gefährdet und so, aber er sagt es einfach. Hm. Die Verbindung zu Harpes, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist, dass Leute, die also durch die eine oder andere Mind-Control-Methode, sei es nun traumabasiert oder welche andere auch, so präpariert worden sind, dass man es damit dann auch mit Harp aktivieren kann. Nein, nein, das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. Harp und Woodpecker, diese Anlagen sind für großflächige Bevölkerungsmanipulationen gebaut worden. Also auch können benutzt werden, muss man so sagen. Ja? Sie sind geophysikalische Waffensysteme, definitiv. Ja, sogar in einem, ich hatte das alles bei mir auf dem Kanal, ich muss das alles wiederbeleben und raufziehen, zumindest die wichtigen Sachen. Also ganz kurz, so hoppla hopp da drüber, das ist in meiner Broschüre ja auch, was wirklich in Tschernobyl passiert ist. Da haben die ja berichtet, dass diese Antennen, die da stehen, mitsamt der ganzen Elektronik und der Kraft dahinter, es sollten 16 AKWs gebaut werden in Tschernobyl zum Betrieb dieser Anlagen. Da kann man sich ja vorstellen, was für eine Energie dahinter steckt. Und dann haben die in dem Film, vom Bayern ist er gelaufen. Da war hier vom Otto-Hochstrahlen-Institut war hier der Professor Lengfelder dabei. Über den habe ich die ganze Sache ja auch erfahren. Ja, der hält sich natürlich auch ein bisschen bedeckt jetzt, weil er wohl wahrscheinlich Druck gekriegt hat. Da haben die wirklich gesagt, also die Kommentatoren, wir fahren jetzt ja an diesen mächtigen Antennen vorbei, also wohlgemerkt, die sind 150 Meter hoch und 600 Meter lang. Ja, kann man sich schon mal die Dimension vorstellen. Das sind Anlagen der Russen als Gegenspiel zum Star Wars Programm der Amerikaner, um amerikanische und NATO-Raketen abzuschießen. So. Das wird natürlich total negiert. Nein, nein, um Gottes Willen, das sind nur OTH-Antennen, also Over the Horizon-Antennen, damit man da so weit anfliegende Raketen und Flugzeuge erkennen kann. Nein, sind es eben nicht. Das sind Kampfmaschinenantennen. So, aus. Und das hat sowohl der Leutnant Colonel Bearden bestätigt. Und ich bin der Einzige, ja, der das veröffentlicht hat. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Und so ein Mann muss auch bei Greenpeace raus. Weil wenn einer bei Greenpeace dabei ist so lange, dann denkt man ja nicht, dass das ein Bekloppter ist. Ja? Und deswegen bin ich insofern für diese ganze, ich sag mal wirklich Bagage, auch ein bisschen gefährlich. Ja? Weil ich habe schon stimmt, ja, und was da läuft. Und weil ich ja eben die Leute auch angegeben habe, wer da was zu gesagt hat und so. Übrigens hat hier jetzt der Dingens ein gutes Buch geschrieben, der Konstantin Meil, der Skalarwellenkrieg heißt das Ding, ja. Und das ist total gut. Der Skalarwellenkrieg flammt immer wieder auf, bestimmt unsere Politik und verschwindet wieder in der Versenkung. Die Massenmedien schweigen und wir bekommen nichts davon mit, dass ein Angriff stattgefunden hat. Nur die Politik reagiert. Es ist ein kalter Krieg, deren Waffen geheim gehalten werden und so weiter. So. Und das ist ein Professor, der das verifiziert hat. Der hat es bewiesen. Ja, weil die haben immer gesagt, Skalarwellen, das gibt's ja gar nicht. Ja, weil es eben nicht unterrichtet wird in den Unis. Die arbeiten da seit dem Zweiten Weltkrieg an dem Zeug. Also Skalarwellen, ich dachte, das sind so Wellen, die dafür da sind, auch zwischen den beiden Gehirnhälften die Kommunikation zu machen. Und mit diesen Wellen manipuliert man, beeinflusst man Stimmung von Menschen. Das setzt man großtechnisch ein. Im Grunde, die sind ja gar nicht so schlau, im Grunde ist ja alles da in der Natur. Was die Wissenschaft bisher gemacht hat, hat von der Natur abgeguckt.
Ja? Und das, was die ersten Versuche der Amerikaner mit diesen Sachen waren folgende: Die haben den Leuten so einen Helm aufgesetzt mit so, jede Menge so, so, ja, also wie man es beim Gehirnstrommessen macht, ja? Aber so ein Helm mit jeder Menge so Knöpfchen da dran. Und haben dann die Gehirnströme also ganz detailliert gemessen, haben das dann an Verstärker geschickt, dann an eine Radarantenne und geguckt, was passiert denn so. Ja. Working by doing, oder wie war das? Oder learning by doing. Ja, ja, Zauberlehrlinge. Ja. Und dann haben die natürlich gewisse Erkenntnisse gehabt und gesagt, oh, bei bestimmten Frequenzen reagiert Mensch so, ja, so und so und so. Wir können auch Sprache übertragen direkt ins Gehirn, indem wir also bestimmte Mikrowellen nehmen. Den Mikrowellen, die ja nicht hörbar sind, so, weil sie ja viel zu hoch sind für das menschliche Hörsystem. Aber wir prägen dann diesen Mikrowellen bestimmte Schwingungen auf und dann vibrieren bestimmte Wassersäulen im Gehirn und dann hört der Mensch was. Das heißt, die können direkt, ohne dass einer Kopfhörer aufhört oder so, den Leuten Stimmen im Kopf erzeugen. Es gibt ja eine Menge Leute, die sind heute in der Klapsmühle, die sagen, ich höre dauernd Stimmen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die wirklich verrückt sind. Aber man kann sowas auch technisch machen. Das ist so. Ja? Aber das wird natürlich den Leuten nicht erzählt, dann würden die ja Schreck kriegen. Bei so normal können sie sagen, okay, ja, der ist aber ein bisschen bekloppt, den müssen wir einsperren. Ne? Also, das ist nicht so einfach. Also da gibt es Literatur, ich habe hier einiges an Literatur über diese Mind-Control-Geschichten. Ne? Also da müsste man eine extra Veranstaltung zu machen. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn jemand sagt, er hört Stimmen, das differenzial diagnostisch erstmal abklären, kann es sowas genau sein. Ja. Bevor man den aber einliefert. Wird, aber da geht es ja schon los. Also meine Tochter ist Diplompsychologin, ja. Und oder eine meiner Töchter. Und das wird denen aber in den Unis gar nicht erzählt, dass es solche Techniken gibt. Ja, wie sollen die dann darauf kommen, wenn die so einen Patienten vor sich haben? Das wird einfach ausgeblendet. Genau wie den Physikern nicht erzählt wird, dass es Skalarwellenapparaturen gibt und so weiter. Klar, das Gehirn arbeitet damit. Darüber ist ja auch Fernwahrnehmung, wo auch das Militär mitarbeitet, erklärbar. Da ist Fernheilung mit erklärbar. Überhaupt diese ganzen Sachen, wo man so sagt, naja, das ist Spökerkram. Nee, das ist das Militär arbeitet mit Fernwahrnehmung. Ja. Übrigens, Uri Geller hat da sogar auch mitgearbeitet. Das beschreibt auch der Leutnant Colonel de Bierden. Der hat mit an den, das klingt jetzt ganz irre, bei den Kampfmönchen der Amerikaner mitgearbeitet. Da haben sie sich spirituell hochtalentierte Leute gesucht und haben gesagt, oh, was können wir denn mit denen denn machen? Ja, gut, aber das wäre ein Thema für sich jetzt. Ja. Aber das spielt eben alles da mit rein. Also es ist unheimlich spannend. Also ich brauche da keinen Krimi mehr gucken und gar nichts. Das ist hochinteressant. Ne? Ja, zu Harp, was es jetzt außer mit den Menschen macht. Ich kann mir vorstellen, dass man ziemlich gezielt auch Radar und Elektronik dann durcheinander bringen oder zerstören kann. Ja, sie können Materie natürlich zerstören, logisch. Die Russen, wie gesagt, die haben ja ein U-Boot da hochgehen lassen von Amerikanern. Die wussten erst gar nicht, wie denen geschieht, ja? Weil die hatten gar keine Erklärung dafür. Und ich bringe das demnächst mal. Also ich hoffe, die steuern mich nicht noch mehr. Oder falls ja einer von den netten Schlapphüten hier mal zuhört. Also ich werde jetzt einige Sachen mal aus dem Inventar von Leutnant Colonel Bearden mal veröffentlichen. Da können die Leute sich vorstellen, was da alles machbar ist. Ich komme gerne auf dieses Recht auf Gesundheit zurück. Das steht im UNO-Sozialpakt und Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, dass wir das haben als besondere Verlinkung zu Menschenrechten der UNO. Das wollte ein US-Außenminister. Also von daher, anti-amerikanisch ist es hier nicht, sich für die Gesundheit der Menschen einzusetzen. Auch wenn es nicht allen Amerikanern passen mag. Ach, die Amerikaner, da muss man sowieso gucken. Die Amerikaner können ja nichts dafür. Ich will ich nochmal so sagen. Die Völker können sowieso nichts dafür. Das sind immer einige wenige, ja, die aus bestimmten Interessen, wie man ja auch sieht, wie ich vorgelesen habe, auch gegen die eigene Bevölkerung arbeiten. Der normale Amerikaner ist genauso unschuldiger Typ wie wir. Ne? Das ist immer die Sauerei, weil man sagt immer so, ja, die Amerikaner oder so. Ne? Also das möchte ich nochmal klarstellen. Das sind bestimmte Leute in der Regierung, das sind bestimmte Leute im Militär, das sind bestimmte Wirtschaftsleute, die davon profitieren. Denen ist das eigentlich Schnuppe, ja, wie viele Leute dabei hops gehen, sondern Business. Ja. Was mir bei Harp noch nicht richtig einleuchtet, ist die Überlegung, dass Harp vielleicht sogar Erdbeben auslösen kann. Ich habe jetzt in der Schule, Gymnasium, Physik-Grundkurs gehabt und meine Vorstellung ist so von der Physik her, man kann Energie so von einem Zustand in den anderen verändern, also zum Beispiel aus Bewegungsenergie wird Wärmeenergie etc. Ja. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist,
so ein Erdbeben, das müssen doch Riesenenergiemengen sein. Und so eine Hubanlage, wo kriegt die denn so viel Energie her, dass die dazu beitragen kann, ein Erdbeben auszulösen? Das leuchtet mir bisher nicht ein. Ja, da muss man sich mit Tesla beschäftigen, der ja damals schon 1905 den Amerikanern einiges erzählt hat, was alles machbar war und das auch bewiesen hat. Der hat ja zum Beispiel mit einer ganz kleinen Apparatur, die er so mit sich rumschleppen konnte, hat er Brücken zum Wackeln gebracht und hat das Haus, in dem er wohnte, sowas von zum Schütteln gebracht, dass es fast eingestürzt ist. So. Und dann hat er ja so größere Anlagen gebaut und hat dann dem amerikanischen Militär sogar angeboten, 1941, bloß die waren einfach zu dämlich, die haben es einfach nicht geglaubt, ja, weil sie nämlich dachten, naja, wir sind ja ganz schlau, ja. Die haben nämlich gleich gesagt, nee, das gibt's ja gar nicht, was er da behauptet. Der hat gesagt, ich kann euch eine Waffe bauen, dann kann euch keiner angreifen. Der kann auf 100 Kilometer, kann der Flugzeugmotoren zerschmelzen. Diese Waffen gibt es heute. So, ja, weil man hat sich natürlich nachher da schon mit beschäftigt, weil die Russen als Erste und dann die Amerikaner. Und deswegen fliegt da eine Menge Zeug inzwischen rum, ja, was ziemlich viel kann. Ne? Also wenn Sie sich den Film mal angucken, jetzt, also da gibt es mehrere Filme jetzt aus den USA, was da passiert ist in Kalifornien. Dann gucken Sie sich mal an, dass da einige Häuser... also gezielt zusammengebrutzelt worden sind und Autos auch. Komischerweise ist da den Bäumen drumherum nichts passiert, die sind teilweise noch grün, ja. Und der Asphalt, dem ist auch nichts passiert. So, das ist gezielt, das sind Laserwaffen allerdings, ne? Also wo das, was ich vorhin hier so am besten gegeben habe, diese Directed Energy Weapons, ja, Konferenz in England, ne? Das war auch so teuer, das kostete, ich weiß nicht, oh, das war irre teuer, ich glaube 250 Pfund oder so, der Eintritt, deswegen da ist mir das dann auch vergangen, dahin zu fahren. Das gibt's schon lange. Da gibt's dauernd Konferenzen, Ausstellungen über die Waffen und so weiter und so fort. Die Amerikaner haben ja Flugzeuge inzwischen rumfliegen, also richtig dicke Flugzeuge, wo die solche Waffensysteme dran haben. Und da haben die sogar einen Reklamefilm von gemacht, wo sie also dann auch Raketen mit abschießen können und alles Mögliche, ja. Also das, ja gut. Aber ich glaube, da müsste man, also die Waffensysteme, da müsste man da extra nochmal irgendwie was machen. Achso, Sie wollten jetzt wissen, wie funktioniert das mit der Energieanreicherung. So, das funktioniert so, dass man, also Tesla jetzt, ja, eine stehende Welle erzeugt, das beruht alles auf dem Resonanzprinzip. Ja? Die Erde hat ja selber auch eine gewisse Eigenschwingung. Man geht mit dieser stehenden Welle dann bis runter in den Erdkern und bis rauf in die Ionosphäre und sammelt damit Energie an. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie das genau geht, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das hat Tesla damals schon gemacht. Und es ist unendlich viel Energie da. Wir haben damals, ich bin ja Baujahr 49, von den alten Herren, die uns da unterrichtet haben, die wussten schon, dass es den Äther gibt. Und zwar nicht den Äther, um einen jetzt bewusstlos zu machen, ja, im Krankenhaus, sondern den Äther als eine riesige Energiekraft. Das haben die uns auch gesagt als Schüler. Das verschwand aber nachher im Unterricht, weil das wollten wohl bestimmte Leute nicht, dass man da überhaupt was von erfährt. Das wird heute mit ganz anderen Worten dann belegt. Auf jeden Fall ist klar, wir leben in einem unheimlichen Energie, in einer unheimlichen Energiefülle um uns herum, die wir anzapfen können. Und eine dieser Quellen ist natürlich die Ionosphäre, wo da eine Menge Energie rumwabert da oben. Ja? Und auch hier unsere das Magnetfeld, was die Erde dauernd erzeugt, ja, schützt uns ja vor der solaren Strahlung. Nicht nur vor UV-Strahlung, sondern auch von Partikelstrahlung, vor radioaktiver Strahlung, das Ganze. Wenn dieses Magnetfeld mal zusammenbrechen würde oder auch nur geschwächt wird, dann sehen wir aber ganz alt aus. Wenn zweitens dann die andere Schutzschicht, das ist eine der Schutzschichten, unser Magnetfeld. Die weitere Schutzschicht ist eben diese Ionosphäre, die viel abhält. Die dritte Schutzschicht ist unsere Atmosphäre, die vieles abhält. Jeder dieser Punkte, der geschwächt wird, und inzwischen sind alle drei geschwächt, macht uns Schwierigkeiten. Und wenn der Mensch so weitermacht mit seinem Zauberlehrlingsgedüdel da, ja, dann wird es unter Umständen mal wieder eine Zeit geben, wo es hier weder Menschen noch Tiere, sondern nur noch niederste Lebewesen gibt, die das dann noch verkraften können. Ne? Das ist die Aussicht. Das treibt mich ja auch so um. Ja, weil ich ja vieles weiß und sagt, die sind da, nicht nur ein Zauberlehrling ist am Gange, sondern viele. Und Indien schreibt sowas, das ist ja ganz deutlich in der India Daily, wie viele Staaten da am Gange sind, um jetzt teilweise schon da, der eine macht Wetter über uns, schreiben sie, wir versuchen jetzt rauszukriegen, wie das funktioniert, wir setzen was dagegen. Es gibt also dann teilweise Wetterkriege gegen jemanden und dann wieder ein Gegenkrieg gegen den Krieg. Das sieht aber keiner. Wir wundern uns nur, was wir für komisches Wetter haben. Und das haben Leute benannt. Ich meine hier, Hiso Tekanaka, was hat er gesagt? Da ging es jetzt aber nicht direkt um Wetterkriege, sondern da ging es richtig um Krieg. Da hat ihn ein Journalist gefragt, ein amerikanischer Journalist, der schon lange in Japan ist da. Warum hat denn Japan, ist Japan eingeknickt und hat mehr oder weniger sein Finanzsystem den Oligarchen geöffnet? Ja, da hat er stumpf gesagt, weil wir von der Erdbebenwaffe bedroht wurden.
Ja, und das war, die haben dann auch richtig die bedroht, indem sie 2006 haben sie da ein Erdbeben gemacht bei, wie hieß denn das Kraftwerk noch? Das war jedenfalls das größte Kraftwerk von den Japanern. Ich meine, die haben da sogar einen schnellen Brüter da stehen. So, da sind damals noch nicht so viele Leute umgekommen, es waren also nur 15 Leute oder so. Da sind nur irgendwelche Wasserbehälter, Kühlwasserbehälter da geborsten oder irgendwas war da. Ja. Aber das hat gereicht, damit Japan eingeknickt ist. Und was da jetzt, gut, ich will da gar nicht mit anfangen, Fukushima, nein. Also, da müssen wir extra nochmal drüber reden. Das sprengt den Rahmen. Da gibt es auch hübsche Aussagen von Fachleuten zu. Naja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, so, also jetzt wegen Chemtrails und so. Also hier ist zum Beispiel, also auf der einen Seite sagen die immer alles, das gibt's alles nicht, aber dann erscheint in der Welt, N24, ein Artikel, der planetare Sonnenschirm soll jetzt das Klima retten. Von Daniel Wetzel, am 17.10.2017, also noch gar nicht lange her. Das Ziel des Pariser Klimavertrages ist allein durch CO2-Sparen nicht mehr zu erreichen. Daher prüft der Weltklimarat den Einsatz von Geoengineering. Eine Schwefelwolke im All könnte die Erde kühlen. So, sie sagen natürlich immer nur, ja, sie prüfen. Ja, aber wir wissen ja, wir haben da schon Änderungen da oben, da prüfen die nicht nur. Ne? Ja, das war nun mal so ein Beispiel. Ne? Und ich habe Studien vorliegen ohne Ende, wo quasi von der US Air Force und von der Space Agency und von der NASA sind das bis ins kleinste Detail ausgerechnet worden, was für Flugzeuge brauchen wir, um das und das auszubringen, weil einige können gar nicht so hoch fliegen, was kosten die, wie viel können die mitnehmen, alles detailliert aufgeführt. Ja, warum macht man das, wenn das alles Verschwörungstheorie ist? Ja, also ich kann das alles belegen, aber das ist es eben. Sie beschäftigen sich nicht mit den Fakten, sie antworten auf keins von den Argumenten von uns, sondern verschwurbeln uns nur irgendwie als, ja, Verschwörungstheoretiker ist ja noch zahm, dann sind wir ja auch noch angeblich irgendwelche rechten Leute oder weiß der Deibel, was sie uns da alles andichten wollen, aber sie beschäftigen sich nicht mit den Fakten, so. Aber das wird ihnen irgendwann auf die Füße fallen, weil so blöd sind die Leute zum Glück auch nicht, dass sie dann sich nur immer mit Verschwörungstheorie stilllegen lassen. Hm. Ja, gut. Ja, ich denke, da haben wir einen sehr guten Überblick bekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Zum Thema Hub muss ich sagen, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie man so viel Energie zusammenbekommt. Ja, das ist eine Energieanreicherung. Also die haben, also ganz kurz ist nochmal diese Nummer, die da in zwischen Russland und in den USA gelaufen ist, 1986. Die haben langsam versucht, also das ist so, man arbeitet mit gepulsten Wellen. Ja, man boxt mehr oder weniger, und das ist also auch das, was Hab macht, was sie sogar zugeben. Also bleiben wir erstmal bei Hab. Die haben zweierlei Arten Antennengeschichten, mit denen die da arbeiten. Die einmal arbeiten sie mit Hochfrequenz, also mit einer relativ hohen Frequenz, und die schicken sie, ähnlich wie beim Handy, mit gepulsten Wellen los. Also ein Paket von Wellen, dann wieder eine Pause, dann wieder ein Paket und dann wieder Pause, wieder ein Paket. Und das bewirkt das Gleiche, als wenn man, ganz simpler Vergleich jetzt mal, wenn sie jetzt so einen dicken Sandsack anboxen. Der bewegt sich nicht doll, wenn sie das erste Mal boxen. Dann müssen sie öfter boxen, dann fängt er, kommt er in Schwingen. So. Und dasselbe haben die dann mit den Erdbeben-Spalten gemacht, dass sie da in die Spalten rein immer zack, 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 über mehrere Tage. Ja, das geht nicht sofort so wumm und dann knallt das gleich. Ja? Nee, das muss dann ins Schwingen kommen. Und das hat Tesla schon gesagt. Er hat gesagt, ich kann das es fertig bringen, über Resonanzschwingungen. Also, Sie wissen ja, wenn eine Opernsängerin ganz hoch singen kann, kann die ein Glas zum Springen bringen. Das funktioniert eben auch mit der Resonanzfrequenz. Das schwingt immer doller und bis es Ping macht. Und ein harter Stoff geht eben kaputt bei einer sehr hohen Schwingung und ein weicher Stoff bei einer sehr niedrigen Schwingung. So, die Erde ist ja so eine Mischform, ist sehr groß, sehr dick und so weiter, das ist eben eine ganz niedrige Frequenz. Und wenn Sie jetzt an die Erdplatten ran wollen und wollen, dass da ist ja schon eine Spannung vorhanden. Ne? Die Erdplatten drücken aufeinander oder sie schieben sich übereinander oder sonst was. So, da ist eine gewaltige Kraft. Und die kann ich dann eben nutzen und auslösen dadurch. Und dann schicke ich dann eben immer wie so mit einem Punching Ball da immer bum, 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 bum was rein, bis das immer stärker anfängt zu schwingen. Und irgendwann ruppeln die dann aneinander vorbei. Und dann habe ich das richtige Erdbeben. Das ist die eine Erdbebenerzeugungsart. Die zweite Erdbebenerzeugungsart ist, dass wenn Erdbeben in 10 Kilometer Tiefe geortet werden, also der zentrale Punkt, dann ist der Verdacht immer sehr hoch, dass sie die zweite Methode machen. Dann schicken die nämlich ganz viel Energie, also Wärmeenergie dahin, die sich also da quasi
Das sind zwei Antennen, also um es ganz einfach darzustellen, die im Kreuzungspunkt, wo die Wellen sich dann gegenseitig aufschaukeln. Und man kann also die Wärme hinschicken, man kann auch Wärme entziehen, also kalt machen. Und ich habe hier die Studien da, also ich habe den ganzen Kram da, so ein paar hundert Seiten, wie man das genau macht, ja, mit Berechnungen, alles was dabei ist, ja. So, das ist eben von diesen Militärtypen da, ne? Und das hat freundlicherweise einer aus Berlin mal ins Deutsche übersetzt. Ich hatte das nur im Original in Englisch, das ganze Ding, aber das kann man in Deutschland ja nicht alles zumuten. Und ich werde mal so ein paar Sachen rausgreifen dazu, ne? Also das ist echt eine spannende Sache. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so verstanden werden kann, aber man muss sich da mal wirklich mit beschäftigen. Das funktioniert wirklich. Und das, wie gesagt, Tesla hat es auch schon vorgeführt und es funktioniert. Ja. Und ich bin jetzt kein Superphysiker, aber ich habe so ein paar Kenntnisse habe ich schon und aus Elektronik auch und ich kann mir das schon über die Resonanzentwicklung gut erklären. Ja. Man braucht praktisch nicht die ganze Energie, die so ein Erdbeben hat, sondern man muss nur eine gewisse Menge an Schwingungen erzeugen, um das auszulösen. Genau, also Tesla sagt, und auch hier die Leute, die damit forschen, dass du mit einem Teil Energie die tausendfache Menge zapfen kannst. Zapfen, sagen die förmlich. Ja? Also aus dem tellurischen Gestein, also so drücken die das immer aus, ziehen sie die Energie. Ja? Und eben aus der Ionosphäre auch. Wie das ganz genau funktioniert, kann ich Ihnen so auch nicht sagen. Also da müsste ich mal selber mit rummachen. Aber ich will jetzt hier auch nichts zum Wackeln bringen. Also Tesla hat es eben ganz einfach angefangen, dann immer Dollar und so. Und dieses Tunguska-Experiment soll er selber ja gesagt haben. Danach hat er viele Sachen eingestellt. Also wo das da geknallt hat, da bei Russland. Da sind ja jede Menge Bäume umgefallen. Ne? Und also man erklärt das heute immer so, ja, da ist also jetzt ein Gestirn Brocken da gekommen, der ist geplatzt und deswegen ist das alles umgefallen. Aber es war genau zu dem Zeitpunkt, wo also Tesla gesagt hat, ja, da ist eben was schiefgegangen. Na gut, das kann man jetzt schlecht nachvollziehen, aber der hat mit ziemlichen Kräften gespielt, der gute Mann. Ja. Und deswegen war man auch so scharf auf ihn dann und auf seine Unterlagen. Und die Russen haben sich das sehr früh gegriffen. Also ich war da ja auch mal da in dem Museum, wo die alten Apparaturen noch aufgebaut sind, war ganz interessant so. Ja gut, also zum Abschluss vielleicht nochmal, um nochmal klar zu machen, dass man kein Spinner ist. Wie ich meine Aktion gemacht habe da bei Greenpeace, hat sich ja Frau Dr. Rosalie Bertel auch für mich eingesetzt oder irgendwas für unsere Aktion und hat den Brief geschrieben, also an den Campaigner da von Greenpeace. Und dann hat sie Folgendes geschrieben. Lieber Carsten, Greenpeace stand immer ganz vorne an der Front, wenn es darum ging, eine saubere grüne Umwelt und wahrhafte, offene, gläserne demokratische Regierungen zu fordern. Doch mir scheint es, dass ihr die ganz großen Themen von heute nicht aufgreifen wollt. Nicht groß geschrieben. Chemtrails, röntgenbasierte Radarsysteme, Überhorizontradare, HAARP, Footpacker und all die anderen Aufheizer der Ionosphäre. All diese verlogenen Vorantreiber der Kernkraft als angebliches Allheilmittel für den Klimawandel, wobei der ganze CO2-Ausstoß, der in Minen, da meinen Sie also Uranminen, und Mühlen, sowohl im Transportwesen und auch beim ewig ungelösten Abfallmanagement anfällt, verschwiegen wird. In der Zwischenzeit üben sich die Krieger unter uns in Wetterkriegen und fechten diese reell aus. Militärübungen über unseren Köpfen, die unsere Erde und unsere Nahrungsmittelkette verseuchen, in dem Versuch, die zivile Gesellschaft dazu zu bringen, das Geoengineering gut zu heißen. Seid ihr in die Passivität verfallen, also Greenpeace ist gemeint, könnt ihr denn die Schreie derjenigen nicht hören, die den Planeten wirklich retten wollen und nicht nur versuchen möchten, sein Leiden für die eigenen Geheimaktionen zu missbrauchen? Aufgrund der Tatsachen, die mir über Greenpeace in Deutschland zu Ohren gekommen ist, hoffe ich für euch, dass ihr aufwacht und Hilfe leistet. Und diese Frau, die ist schon im Sommer so dabei gewesen, also bei diesen Chemieunglücken und Bhopal und so. Sie war auch, ich meine, in Tschernobyl damit am Gange, als Fachfrau. Und die hat im Jahr 2010 hat die also eine Petition aufgesetzt in Bonn. Und da waren 20, das war so ein Treffen von alternativen Nobelpreisträgern. Und da war also auch hier der X-Kühl dabei, also der Stifter, ja, und ich glaube sein Bruder und so. Und da haben die ganzen 20 samt den Stiftern, haben das unterschrieben. Und da hat sie das benannt, was auch in der Endmordkonvention ja schon steht, dass endlich
das definitiv verboten werden muss weltweit, dass es eben nicht zu Erdbebenerzeugung kommt, dass es nicht zu Vulkanöffnungen kommt. Diese ganzen Dinge, die ich vorhin schon aufgezählt habe, das steht da drin. Und das sind keine dummen Leute, diese alternativen Nobelpreisträger. Und die stehen mit ihrem Namen dahinter. Und deswegen ist es eine ungeheuerliche Frechheit, ja, dass wenn sie dann Mahner, und deswegen hat sie das ja auch geschrieben, weil ich ja einer der Mahner bin, dann einfach so abfertigen, wie neulich jetzt wieder die FAZ. Ich habe es übrigens auf meine Seite gestellt, den ganzen Artikel, ohne Bilder allerdings und mit meinen Kommentaren dabei, weil ich da mal einzeln das auseinandergenommen habe, die ganzen komischen Vorwürfe, die die da haben. Das ist echt eine Sauerei. Nicht? Aber wir haben zum Glück Fürsprecher gehabt. Die Frau ist nun leider gestorben vor ein paar Jahren. Aber immerhin, es kommen jetzt nach und nach Leute außer Deckung, weil sie wissen oder ahnen, wohin das führt. Da sind bestimmte Leute dabei, uns die Lebensgrundlage zu nehmen. Ja? Und das treibt mich an. Und deswegen auch danke hier, dass Sie sowas veröffentlichen, Stück für Stück. Ich habe ja mehrere Interviews schon gegeben und ich werde fast jeden Tag, gebe ich jetzt eins hier. Und mal sehen. Ja, vielleicht hören das wieder ein paar Leute und helfen mit. Und ab und zu findet man eben Leute, ich kriege ja auch Anrufe von Leuten, die ich vor ein paar Jahren noch nicht bekommen habe, die sich echte Sorgen machen, auch Unternehmer. Ja. Und so hat auch jemand schon in unserem Naumverein mal eine größere Summe gegeben, dass wir uns hier so ein Messgerät anschaffen können, da für 5.500 Euro, um diese ganz feinen Partikel da mit 20 Nano auch noch messen zu können. Und so weiter. Also wir tun ja was. Wir versuchen das auch zu belegen und so. Ja, erstmal schönen Dank. Ne? Und ich will auch nicht den Sendezeitrahmen sprengen hier. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank, dass Sie mir auch noch mit Hub und Erdbeben nochmal extra erklärt haben. Ich habe halt keinen Physik-Leistungskurs gehabt und ich finde es auch toll, dass Sie alles, was Sie behaupten, dass Sie dazu auch direkt die Quellen dazu nennen, sodass man dann auch entsprechend es noch genauer nachlesen kann. Ja. Und ich möchte mich bedanken für die gute Vorbereitung für das Interview. Ich habe ja eine Menge Fragen gestellt. Tja, also ich habe ja nochmal Hinweis auf chemtrail.de, oben in der Leiste, das klicken viele gar nicht an, da sind eine Menge Unterlagen auch noch drin, also sei es Patente oder Aussagen und alles mögliche. Dann ist bei der Aktion, die wir bei Greenpeace gemacht haben, rechts, wenn Sie da ein Stück runter scrollen, da ist die Presseerklärung und als Anhang zur Presseerklärung, was wir Greenpeace da vorgeworfen haben, sind eine Menge Sachen, also von Tesla angefangen an Sachen, die stattgefunden haben, Aussagen von Militärs und so weiter, da hat man so gerafft nochmal so einiges. Und dann eben unsere Broschüren so zum Einsteigen. Also ich denke, wer sich das wirklich durchliest, der weiß, dass da immerhin einige Fragezeichen sind und denen muss man einfach nachgehen. Ich will auch gar nicht, dass die Leute einem glauben, sondern ich will die Leute nur neugierig machen, zu sagen, sucht selber. Wir haben heute die wunderbare Möglichkeit, noch haben wir sie übers Internet, fast an alle Sachen ranzukommen, außer den supergeheimen Geschichten. Und von daher ist es schon ganz toll, was man heute, wenn man wirklich will, kann man viel erfahren. Ja. Na gut. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass es viele Hörer inspiriert, noch weiter zu schauen, auch was man tun kann, um diese Dinge zu beheben. Ja, genau. Und Leute, werdet auch aktiv. Scheut euch auch nicht dafür, sowas auch mal nicht zu viel davon, immer dosiert, beim Kaffeekränzchen mal zu erwähnen oder beim Fußball, wenn man ein Bierchen trinkt. Die Leute, wir müssen was dagegen unternehmen. Verlasst euch nicht auf ein paar Politiker, die machen das nicht. Also das ist nur meine Erfahrung. Wir mussten bei Greenpeace schon gewaltig schieben, an den Themen. Ne? Und wir müssen manchmal auch auf die Straße gehen, das hilft nichts, oder in ein Parteibüro rein oder in eine Presse und sagen, Leute, was ihr uns da erzählt, das ist nicht richtig. Ja? Und dann kann sich das Stück für Stück ändern. Weil wenn wir nur stumpf das erdulden, dann wird das alles nur viel schlimmer. Ja gut, ja. Das wär's eigentlich. Und dann noch trotzdem schönen Abend heute, Leute. Und oder wann ihr das eben hört. Ne? Vielen Dank für das Interview. Ja,